Ja, herzlich willkommen zum heutigen Live-Trading, High-Speed-Trading bei JFD für September. Ich hoffe, ihr seid alle ganz gut durch den Sommer gekommen, habt einen schönen Sommerurlaub, eine schöne Sommerzeit verbracht. In diesem Webinar erwartet euch wie immer über 2 Stunden erstmal am Anfang eine Teilausbildung, dann eine Live-Analyse zum Nasdaq, Live-Kommentierung vom Nasdaq und auch Live-Trading vom Nasdaq. Das sind, was ich euch als Thema mitgebracht habe. Da kommen wir gleich dazu. Und bevor wir aber dazu kommen, lest euch noch diesen Risikohinweis hier durch. Denkt dran, dass das alles die zur Verfügung gestellten Inhalte keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung darstellen und lediglich ja einfach nur auch meine Meinung darstellen. Und am Ende, dass ihr auch wisst, mit welchen Hebeln ihr arbeitet. Und da wir ja auch eure finanziellen Verhältnisse nicht kennen, ist es wichtig, dass ihr das hier nicht nachmacht und das alles einfach nur als Meinung, als persönliche Meinung seht. Und wie gesagt, dennoch ist es dafür gedacht, daraus aus diesen Lerninhalten für sein eigenes Trading vielleicht auch was ableiten zu können. Das Ganze findet ihr auf der Seite auch von JFD unter rechtliches und Risikohinweis ist das nochmal sehr, sehr ausführlich geschrieben, das Ganze. Genau. Wir schauen uns mal den Inhalt an. Den Inhalt von heute an, was ich für euch mitgebracht habe. Andreas hat mir gerade noch geschrieben, dass er das auf Twitch überträgt. Das heißt, ich habe jetzt auch Twitch gerade mit aufgemacht und da auch nochmal ein Hallo an alle, die dort zuschauen und sich nicht direkt beim Broker angemeldet haben. Aber JFD ist ja bekanntlich auch ein guter Partner oder ein starker Partner bei Andreas im Twitch-Kanal. Er handelt ja selber dort. Genau. Ich werde auch ab und zu dort nochmal reinschauen. Dadurch, dass ich jetzt erst rein bin, kann ich ab jetzt dann den Chat ja auch dann lesen und falls da auch Fragen sind, kann ich da drauf kommen. Für alle, die den YouTube-Kanal dann oder das Video später auf YouTube gucken, auf meinem Kanal unter Heiko Behrendt oder skypetrading.de, einfach gucken bei YouTube. Da wird es dann entsprechende Timestamps geben, so dass ihr durch das Video springen könnt, so wie ich das auch im letzten Monat gemacht habe, dass ihr direkt zu den Trades springen könnt und so weiter. Mich würde es natürlich freuen, wenn ihr A, den Kanal abonniert und B, auch einen Daumen nach oben da lasst. Ganz genau. Gut, dann steigen wir mal ein in die Inhalte für heute. Ich habe heute mitgebracht für euch Vor- und Nachteile von antizyklischem Trading. Und Thema Grid Trading, mal gucken, wenn es sich ergibt, dann werde ich darauf nochmal eingehen, weil hier schon die erste Frage kam. Werde ich auch nochmal drauf eingehen. So, das ganze Thema soll gehen so bis 15:25 Uhr. Und wenn es genauso gut läuft wie beim letzten Mal, dass man das theoretisch Erklärte direkt dann im Live-Handel anwenden kann, wäre es natürlich umso besser. Ja. Dann geht es rüber in die Handelsvorbereitung vom Nasdaq und danach dann kommentiert das Live-Trading mit dem Stereo-Trader, mit dem Tool, mit dem ich handle, bis ca. 16:30 Uhr. Und entsprechend dann ab 16:30 Uhr habt ihr die Möglichkeit, wie gesagt, ich werde heute in zwei Chats schauen, sowohl bei Twitch als auch hier, dass ich gerne eure Fragen, die ihr habt zum Thema Skype Trading, dass ihr die beantwortet bekommt und dass wir dann dort entsprechend, dass ich da entsprechend drauf eingehen kann, denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man einfach sich nicht traut zu fragen, fragt mich ruhig, ich bin lange im Business, ich habe viele Fragen gehört, viele Fragen beantwortet und nehme mir gerne die Zeit dafür euch. Also ihr könnt sozusagen das Webinar hier mitgestalten. Ne? Genau, und dann legen wir mal los. Und zwar so, ich werde das heute das Ganze ein bisschen zeichnen. Ich habe jetzt heute das nicht so als Präsentation vorbereitet. Ich habe nachher nur eine Folie dabei, da mir aufgrund der doch so langen Telefonate so ein bisschen die Zeit gefehlt hat, das richtig gut vorzubereiten. Deswegen zeichne ich das aus der Hand raus und wir gehen dann mal hier rein. Antizyklisches Trading, eigentlich ein ganz gutes Thema, denn die Frage ist ja immer die, oder man sieht es ja auch in vielen Streams und das Schöne ist,
Auch heute war es ja so, heute ist ja am Morgen der DAX halt nach oben gegangen und ich war heute bei unterschiedlichen Tradern sozusagen als Gast online gewesen und am Ende war es ja heute auch so gewesen, dass man, dass viele dann in so einer Bewegung wie heute Short-Positionen aufgebaut haben und dann halt versuchen natürlich die Bewegung nach unten dann zu handeln. Da drinnen liegen Vor- und Nachteile. Und ich möchte eigentlich A, mit euch heute oder euch heute dazu anregen, animieren, vielleicht auch mal zu überlegen, kann ich denn sowas halt handeln, was auch, was ich vielleicht hier und da in gewissen Trading Streams sehe. Dazu möchte ich euch animieren und dann vielleicht auch mal auf so einen typischen Fehler hinweisen. Ich meine, ich habe jetzt weit über 100 Leute gecoacht. Ich bin mit Leuten, die meinen Grundkurs Skype Trading gebucht haben, und auch lange dabei sind und deren, von einigen mit denen gibt es dann nachrangig noch Coachings, weil sie gewisse Fehler sich immer wiederholen und dann auch jetzt der Tage habe ich von jemandem Trades zugeschickt bekommen und da ist mir halt auch so ein typischer Fehler aufgefallen, warum man auch im antizyklischen Trading vielleicht nicht erfolgreich ist, ja? Oder vielleicht eine kleine Fehlerquelle oder eine kleine Veränderung einfach nur in der Sichtweise. Wann man halt reingeht, kann schon dazu führen, dass sich dann das Trading eventuell sehr deutlich verbessert. Das heißt, dieses Webinar kann dazu führen, dass der eine auf einmal von nicht profitabel profitabel wird im antizyklischen Trading. Man weiß es nicht, ne? Und wie gesagt, überprüft diese Aussagen. Ich kann die Aussagen aus der Praxis heraus treffen, da ich über 20 Jahre Trading-Erfahrung habe. Und deswegen an der Stelle guckt, ob das für euch sinnig ist. Und wenn das für euch sinnig ist, dann handelt es von mir aus erstmal auf ein Demo-Konto, um zu gucken, ob ihr das könnt oder nicht könnt. So, ich hole mir jetzt gleich meinen Kaffee. Während ich meinen Kaffee hole, während ich meinen Kaffee hole, stelle ich euch die Frage, oder ihr könnt es ja mal reinschreiben, wenn ihr so eine Bewegung seht, das ist eine. Ja, und ihr habt die verpasst. Ihr habt in dieser Bewegung keinen Trade gemacht. Ich mach's mal noch ein bisschen weiter runter. So, machen wir's mal hier hin und hier hin. Die Frage an der Stelle ist für euch und die beantwortet ihr euch mal für euch persönlich. Könnt mir das auch gerne hier in den Chat reinschreiben. Seid ihr entweder Nummer 1, dass ihr dahin guckt, oder seid ihr Nummer 2? Ich mache es jetzt mal einfach plakativ so. Also das ist hier Nummer 2, die gegen den Trend gucken. Oder seid ihr Nummer 1, die mit dem Trend gucken? Könnt ihr euch mal kurz überlegen, weil das ist eine Grundvoraussetzung, auch wie ich auch überhaupt handle. Ja. Gut, ich hole mir mal schnell meinen Kaffee und dann bin ich gleich da und hoffe, dass ich ein paar 1 und 2 hier im Chat sehe. Genau, also die Frage ist halt, die dahinter steht, seid ihr Trendgucker oder seid ihr Gegentrendgucker? Ja. So, und das hat jetzt nichts damit zu tun, ob ihr gut seid, nicht gut seid, sondern es ist einfach, das ist, glaube ich, eine Grundeinstellung, die man im Trading hat und nach der man dann auch gucken sollte oder sich dann auch entsprechend halt orientieren sollte, ja. Ja. Genau. Einige schreiben, ich sollte 1 gucken, handle aber lieber 2. Andere schreiben, ich handle lieber 2 und sehe oft 1. Ja. Genau. Es ist am Ende ist die Ausgangslage ist immer ähnlich, egal ob aufwärts oder abwärts. Und erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr so zahlreich daran teilgenommen habt. Wie gesagt, ich habe es jetzt erstmal einfach gemacht. Klar, jetzt kommen auch sowas wie wenn er die Tagesrange erreicht hat, wenn er eine Übertreibung hat und so weiter, ne? So und schreibt dann halt und unterschiedliche Zeitrahmen. Das
Klar, das kann ich jetzt in der Kürze der paar Minuten jetzt hier, kann man das nicht alles in jede Ebene reingehen. Aber es ist halt so, dass wir Menschen oder ihr als Trader halt eine Grundhaltung habt. Und die Grundhaltung ist typischerweise, ihr guckt entweder mit dem Trend oder gegen den Trend. Die meisten Trader, und das kam hier eigentlich auch so raus, die meisten gucken gegen den Trend. Und das ist auch oft das, was oder wo ich auch glaube, dass das die Aufgabe für uns als Trader ist, dieses Risiko, was wir halt nehmen, zu nehmen, um dafür bezahlt zu werden. Denn klar ist, der Trend kann hier zu Ende sein oder er kann halt nochmal 2 Stunden weitergehen oder 5 Minuten weitergehen, je nachdem, was das, keine Ahnung, wenn das hier ein 5-Minuten-Chart ist oder ein Stunden-Chart. Also keiner weiß an der Stelle am Ende, ob der Trend jetzt hier wirklich zu Ende ist oder nicht, wissen wir nicht. Es gibt wenige Tage, wo der Markt halt den ganzen Tag in einem Trend läuft. Es gibt Tage, so wie heute, da laufen wir am Vormittag oder über eine halbe Stunde nur im Trend so nach oben, ja, und laufen komplett wieder zurück, ja. So. Also das gibt's ja auch, ja. Und warum nicht? Die Sache ist halt nur die, wenn ich eine Grundeinstellung habe, dann weiß ich auch um meine Risiken. Und hier vielleicht möchte ich nochmal auch die typischen Risikoprofile ganz kurz nochmal erklären für den, der im Trend handelt. Der aus der Korrektur heraus handelt, Long, der hat den Vorteil, ähnlich wie der antizyklische Trader, denn der Trader wartet die Korrektur ab und geht dann entsprechend Long rein, um dann einen geringen Stop zu haben. Denn ich zeichne es mal hier unten rein. Der Vorteil von einem Trendtrader ist, wenn er hier entsprechend reingeht und die Korrektur wirklich beendet ist, ja, also wir unterstellen jetzt mal immer, dass das Bild so aufgeht, wie es jetzt da ist, dann ist das sein Risiko und das hier ist entsprechend die Chance von diesem Trader. Und wenn der Trend halt weitergeht, halt umso mehr. Also gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Das Problem, und das seht ihr auch, wenn ihr die jetzt bei Twitch sind und beim Andreas immer mal vorbeigucken, ja, wenn die jetzt sehen, okay, wenn der Markt jetzt ein neues Hoch halt macht, ich habe jetzt hier nicht so ein passendes Trendgeschlängel gezeichnet, was wirklich dazu passend wäre, aber das Risikoprofil von dem der von jemanden, der jetzt mit dem Trend guckt und wenn der Markt erst da oben ist, ja, und ich würde jetzt da oben long gehen und da hat jeder spekulative Trader auch recht, ja, ich suche da oben am letzten Hoch erst den Long, ich habe den jetzt mal blau hier oder auch grün, ja, derjenige sucht am Hoch erst den Long, dann hat derjenige eigentlich immer ein Problem, weil das Risikoprofil halt doof aussieht. Das Risikoprofil sieht doof aus, denn er muss ja den Stop, weil er jetzt noch nicht weiß, wie weit die Korrektur geht oder ob der jetzt direkt am Hoch wieder abbricht. Aber das Risiko ist erstmal hier unter dem letzten Tief. Und jetzt ist dann immer die Frage, klar, in einer sehr dynamischen Bewegung kann ja der Markt auch direkt nach oben durchgehen, so dass diese Bewegung sich so beschleunigt, dass es ja auch so aussehen kann. Also, dass es so steil hochgeht und dass man mit diesem Ausbruchstrade halt richtig gut fährt. Viele denken dann, okay, das mache ich immer so. Man kennt das ja auch von Michael Vogt vielleicht, diese Thematik, Ausbruch durch den Punkt 2. Ja, wenn man diesen Trend hier auch noch beziffern würde, wäre das hier unten die 1, die 2, die 3, die 2, die 3, ja, immer durch Ausbruch durch den Punkt 2. So, und das funktioniert natürlich, wenn halt auf der Oberseite richtig Dampf drin ist, aber sehr oft, und das seht ihr ja selber, ist es so, der Markt geht ein bisschen über das Hoch drüber und dann kommt er halt relativ schnell zurück. Ja. So, und okay, gutes Beispiel, just in dem Moment, gucken wir uns dann gleich mal an. So, und deswegen ist es auch legitim zu sagen, ich suche mir an so einem Hochpunkt, schaue ich auf die Short-Seite, das heißt, wenn der Markt halt da oben ist und wieder zurückkommt als Beispiel, dann suche ich mir hier einen Short-Trade in diesem Beispiel und dann habe ich das als Risiko, ja, ups, das als Risiko, wenn der Markt halt wieder drüber geht, ja, und das als mögliche Chance, so wie heute im DAX, ne? Wenn der zurückkommt bis zum Ausgang der Bewegung, dann habe ich das hier als mögliche Chance eventuell.
Was ich natürlich nicht weiß, ist, wenn der Trend halt einfach weitergeht, der Markt macht halt nochmal eine Korrektur, ja, und geht dann halt doch wieder hoch, ja, dann komme ich halt eventuell wieder schlecht raus oder plus minus null werde ich ausgestoppt, was auch immer. Ja, das weiß ich nicht. So, und da sehen wir eigentlich, dass wenn wir solche Trendumkehr haben oder wenn zum Beispiel vielleicht es noch, wenn man es noch ein bisschen komplexer machen würde, stellt euch vor, dieser Hochpunkt wäre im Stundenchart mit dem Widerstand, dann würde man sogar mit dem Short Trade vielleicht in 5 Minuten, ich schreibe mal hier hin, das wäre der M5 Chart und das hier ist Widerstand, ich mache mal WH1 für den Stundenchart. Ja, dann wäre sogar der Short Trade sogar ein prozyklischer Trend Trade, wenn man unterstellt, dass wir hier einen Abwärtstrend halt haben. Ja. Das könnte ja auch sein. Das heißt, da würde sich das, was vorhin einige geschrieben haben, schauen in höhere Ebenen. Aber ich will es jetzt ja gar nicht so komplex machen. Am Hoch einen Short zu suchen ist dann gut, wenn der Markt halt wirklich oder der Rücksetzer halt wirklich ein größer ist, dann ist das Chance-Risiko-Profil eigentlich immer auf der Seite des Traders. Das, was man halt unterscheiden lernen muss, ist, wie dynamisch ist eine Bewegung. Also ihr kennt diese Tagestrends, wo man den ganzen Tag nicht geschnitten kriegt, dass den ganzen Tag wir eigentlich einen Aufwärtstrend haben oder einen Abwärtstrend haben und am Ende des Tages fragt man sich, wäre ich doch einfach mal mit dem Trend gegangen. Derjenige, der vornehmlich nur mit der 1 geantwortet hat, den fallen diese Tage wesentlich einfacher, weil er immer mit dem Trend halt schaut. Derjenige, der aber immer mit der 2 guckt, der immer davon ausgeht, dass jedes neue Hoch in diesem Aufwärtstrend hat, der die Nummer 2 hier geblickt hat, ja, der sieht ja immer, das ist Ende, das ist Ende, das ist Ende. Das ist Ende. Und hier liegen dann die Fehler beim antizyklischen Trading, dass viele Trader zu schnell hier oben reingehen in den Short oder direkt am Hoch den Short gehen und immer den Move halt, also das Hoch nicht abwarten können. Und darin liegt halt ein großer Fehler. Man muss versuchen, meines Erachtens nach, im antizyklischen Trading, wenn man es jetzt im Detail sieht, machen wir es im Detail, dann sollte rein vom Bild her der Short nicht da sein, sondern im besten Falle hier, wenn man das hinkriegt. Ne? Wie gesagt, ist jetzt ein idealisiertes Bild, weil wir das hier schon fertig gezeichnet haben. Also wenn wir so wollen, das hier ist richtig und das hier wäre falsch. So. Ne? Klar, wenn der Markt dort einen Doppeltop macht oder direkt am Hoch halt scheitert, dann ist natürlich auch der falsch ist, dann richtig. Es kommt immer darauf an, wie man am Ende, in welcher Zeitebene ist und wie aggressiv man halt auch handelt. So, und wenn man sich aber die meisten Tage ja anschaut, die meisten Tage, ich zeichne es mal hier in klein, wie sieht denn ein Großteil dieser Tage eigentlich aus? Ups, ein Großteil der Tage sieht auch wie folgt aus, komm her. So, machen wir hier, trennen wir kurz das ab. Ich sage jetzt mal, ein ganz großer Teil der Tage sieht doch irgendwie so aus. Wir haben eine erste Bewegung, dann ein bisschen hin und her, hier nochmal hoch rausgenommen. Ja, dann vielleicht das Tief rausgenommen, dann doch Trend, dann wieder hoch, doch mal ein Hoch rausgenommen. Ja, dann kommen die Amis rein, die Amis kaufen das Ding plötzlich. Ja, und ich glaube, dass man als Intraday-Trader, vor allem als Scalp-Trader mit antizyklischem Trading durchaus schon seinen Vorteil haben kann oder dass man halt die Shorts halt so wählt, dass man nicht am Hoch reingeht, sondern das ist ja auch ein Bestandteil im Grundkurs, dass wenn man den Trendtrade hat, dass man diesen hier eingeht, also so wie dieser erste, also dass da der Vorteil auf der Seite ist. Heißt, ja, dass man Shorts als Trendtrader dann hier sucht und nicht am Tief, ja, oder wer auf dem Breakout handelt, der sucht den Long, wenn es geht, davor. Wenn der Markt das hoch macht, am Hoch den Ausbruch zu suchen, gibt es zwar auch als Möglichkeit, aber mit dem Wissen, dass man halt in Anführungsstrichen immer ein höheres Risiko hat und dann immer überlegen muss, kann ich das Risiko halt tragen. Ja. So, dann kam hier gerade nochmal. Genau, also das ist halt, und was halt die, also Trendgucker
haben natürlich an solchen Tagen, wie ich jetzt rechts gezeichnet habe, ihre Schwierigkeiten. Das kriege ich auch mal mit. Ja, da müsst ihr versuchen, also die Nummer eins muss versuchen, bei dieser Art des Tages halt zu schauen, ob sie die kleinen Intraday-Trends, die halt innerhalb im Ein- und Fünf-Minuten-Chart vielleicht in einem Seitwärtsmarkt auf einer Spanne von 100, 200 Punkten vorkommt, halt zu erwischen. Und Trader, die halt gerne in Nummer zwei gucken, die müssen sich eigentlich nur davor hüten, vor extrem langen Trendtagen. Da gab es mal so einen Mittwoch vor 3 Wochen oder so, wo der Markt halt von früh bis abends nur in einem Trend abwärts gelaufen ist. Ne, da muss man dann hier entsprechend aufpassen. Ja. So, und wie gesagt, das Chance-Risiko-Profil liegt ganz klar im antizyklischen Trading, wenn am Tief oder an einem Hoch halt keine nachfolgende Bewegung kommt. Und das ist halt schon öfters der Fall. Und deswegen meine Idee oder worauf ich hinaus möchte ist, dass wer Nummer 2-Gucker ist, der sollte auch warten, dass er auch nicht zu viel vorwegnimmt. Und wie sollte man sich im Detail an einem Tief und an einem Hoch verhalten? Ich habe das zwar hier schon mal eingezeichnet, aber ich würde da jetzt noch mal kurz im Detail drauf reingehen, damit man vielleicht den Einstiegspunkt nur ein bisschen verlagert. Und ich habe das jetzt in einem Coaching halt, habe ich gesagt, was ist, wenn du einfach nicht direkt am Hoch oder am Tief so denkst? Also du darfst ja antizyklisch denken und wartest einfach ab, ob das passiert, was du siehst, und verlagerst den Entry dann einfach etwas später. Er war halt zu aggressiv. Und wir haben dann diesen Entry einfach nur gefühlt um 5 Minuten verlagert. Ja, und damit ist das so entstanden, dass derjenige viel mehr Trades im Profit halt abgeschlossen hat. Ja, so. Und die Grundsatzfrage, ob man Trendtrader ist oder gegen den Trendhändler ist, ist einfach, wenn ihr euch einen Chart anguckt und euch einfach immer überlegt, wie gucke ich prinzipiell. Also mein allerliebstes Szenario in einem Chart ist es, aus dem antizyklischen Trading heraus ins prozyklische Trading zu kommen. Was bedeutet das? Zeige ich euch auch nochmal. Also mein liebstes Szenario wäre, mal als Beispiel, wir haben hier so ein Tagestief von irgendeinem Tag, vielleicht von vor ein, zwei Tagen. So, und der Markt kommt jetzt hier, ich schreibe mal hinten einen TT für ein Tagestief, so, und jetzt ist der DAX eröffnet jetzt hier, so, fällt hier runter, geht vielleicht noch kurz durch, dann würde ich hier antizyklisch long handeln, und wenn der Markt dann hier so eine Umkehr es hin, also auch schafft, so einen Abwärtstrend zu brechen, dann würde ich hier vom antizyklischen zum Pro und würde halt dann hier gucken, ob ich mit dem Trend halt mitkomme, ja, und würde versuchen, diese Breakout-Zeilen oder Brüche durch so ein Hoch. Das mache ich denn schon gerne, also das habe ich am liebsten. Klar ist natürlich, und das, ich bin auch ein gegen den Trend-Gucker, muss ich sagen, bin ein gegen den Trend-Gucker, und da ist es schon so, dass ich weiß, lange Trendtage, also Trends, die über 5, 6, 7 Stunden gehen, wenn ich an dem Tag keinen Verlust habe, dann war es für mich ein guter Tag. Also das ist ja auch eine Erkenntnis, die man erstmal für sich finden muss. Zu finden, wo ist denn meine Schwäche? Also, wenn man das für sich weiß, weil das nicht, weil, wenn man so möchte, sind Trendtage eigentlich Tage von Anomalien. Ja, also Märkte wollen eigentlich gar nicht in Trends. Also wenn man jetzt mal einen institutionellen Trader fragt, wie willst du deine Position aufgeben, dann sagt er natürlich am besten so, dass keiner merkt, und nachdem ich meine Position aufgegeben habe, dann darf sich der Markt bewegen. Wenn der Händler aber da selbst dafür verantwortlich ist oder seine Positionsgröße dazu führt, dass er den Markt bewegt, dann will er natürlich, dass sich der Markt so wenig wie möglich bewegt. Denn jede Bewegung seiner Position im Markt bedeutet für ihn immer einen schlechteren Kurs. Ja, und deswegen wollen eigentlich die Leute nicht, dass sich der Markt bewegt, oder sie versuchen es halt, dass er sich so wenig wie möglich bewegt. Aber sobald halt andere Algos das gespottet haben, dass hier gerade vielleicht ein institutioneller Trader am Werk halt ist, mit ihren entsprechenden, wie sie den Markt halt sozusagen lesen, dann wird es halt schwer, und dann hat derjenige halt oft ein Problem. So, und von daher ist es denn schon so, dass eigentlich Trends so eine Anomalie ist, weil sich durch äußere Einflüsse
entweder Bewertungsniveaus verändert haben oder halt und deswegen halt Trader, die so groß sind, dass sich Märkte bewegen, dann wirklich Trends entstehen. Und am liebsten ist es so, dass Märkte sich idealerweise nicht bewegen. Das heißt, in vielen Tagen haben wir dann das Bild, wie eingezeichnet, halt hoch und tief werden rausgenommen und dann irgendwie seitwärts gedattelt. Ja. Also mit Trends auch dazwischen. Ja, schauen wir uns gleich dann auch nochmal an. Gut. Jetzt nochmal kurz im Detail, bevor wir jetzt die US-Märkte eröffnen gerade. Wie gesagt, ich bin zum Beispiel kein Typ, der die ersten 5 Minuten wirklich handelt. Deswegen nutze ich jetzt noch die Zeit und möchte mit euch dann nochmal, das könnte ich hier eigentlich auf dem Beispiel Bild eingehen, wo ich nochmal Vor- und Nachteil gezeigt habe. Genau, hier ist nochmal Vor- und Nachteil vom antizyklischen Trading. Also das hier oben stimmt nicht. Ich habe das dann in die Folie gerade noch umgebastelt. Was man durchaus machen sollte, ist, wenn man jetzt einfach sagt, okay, an einem neuen Tief als Beispiel steigt der Markt. Ihr seht, hier im ersten Beispiel fällt der Markt halt einfach weiter. Selbst wenn man sich hier ausstoppen lässt, in dem Beispiel jetzt ist der Verlauf vom 1. September im Nasdaq, ist es auch okay, denn der Markt fällt ja am Ende auch weiter. Ja, von daher, klar sind fies dann immer die knappen Ausstopper. Ja. So, in Variante 2, der Markt macht ein neues Tief, die nachfolgende Kerze kommt dann hoch. Ja, und wenn man hier an dem Tief, und das ist schon so dieser Hinweis, an dem Tief versucht, den Long Trade zu gehen, dann kann man antizyklisch doch, seht ihr, das Chance-Risikoprofil. Genau das gleiche hier auch, der Markt fällt wieder an das Tief runter, kommt hoch. Wenn man da wieder den Long eingibt, ihr seht, wie das Chance-Risikoprofil ausschaut. Und natürlich, und das ist der beste Trade, den es halt gibt. Ja, der Markt hier unterschreitet das Tagestief, wieder neues Tagestief, kommt sofort wieder hoch. Wenn man hier den Long trifft, ja, und der Markt rennt danach dann wirklich so weit nach oben und ihr habt die Chance, dass das Tagesreversal dann sogar entsteht, dann habt ihr hier die Möglichkeit, aus dem antizyklischen Trade heraus dann in ein prozyklisches zu gehen. Wer zum Beispiel dann bis dahin nicht da war und eher der Antizykliker ist und sagt, naja, ich suche mir jetzt hier an dem hoch, das ist ein Widerstandsbereich, das ist auch okay. Ja, der wird dann halt auch ausgestoppt. Und selbst wenn man hier ausgestoppt wird, seht ihr ja auch, der Markt in dem Falle rennt sogar viel weiter. Also von daher ist es okay. Und jetzt kommen wir dazu den typischen Fehlern, die oft gemacht werden. Ein Fehler ist, dass man zu aggressiv reingeht. Also was ich immer empfehlen würde, ist, wenn der Markt an den Tief rankommt, läuft davon erstmal weg, den Durchbruch wirklich abzuwarten und dann, ich sage jetzt mal, wenn das der M5-Chart ist, dann im 1-Minuten-Chart, dass man so ein, zwei, drei Kerzen hat, die höhere Tiefs haben, ja, also sowas hier, oder dass eventuell sogar wir eine Kerze, eine 5-Minuten-Kerze beenden, die sozusagen unter dem Tief mal drunter war, aber da drüber schließt und dann versucht man hier entsprechend den Long Trade reinzunehmen. Dann hat man hier ein definiertes Risiko und das Ziel wäre dann immer das letzte Hoch als Beispiel. Ja, also so wie hier, der Markt fällt runter, neue 5-Minuten-Kerze geht los. Wenn man hier den Long für sich entscheidet, Ziel letztes Hoch im besten Falle, ja, hat man auf alle Fälle rein vom CRV mehr rausgeholt als entsprechend wenn man hier versucht hätte, am Tief Short zu gehen. Ja. Und wenn man jetzt nochmal überlegt, für die, die Trendgucker sind, ja, die Trendgucker sind, halt, wo sollten die ihren Short haben? Also bin ja hier drüben, so, die sollten ihren Short hier haben. Das wäre halt ideal. Ja, also hier der Short, dann passt hier auch das Chancen-Risikoprofil. Das ist das Risiko und das ist die Chance. So, und jetzt seht ihr ja auch, was passiert, wenn man als prozyklischer Trader, also auch als Trendgucker Nummer 1, am Tief sofort der Meinung ist, jetzt fällt der Markt erst recht. Ja, und wer hier unten dann den Trade sucht, ja, der seht da, was ihr an Chance hattet und welches Risiko da ist. Und wenn ihr den Stop wirklich knapp übers letzte Hoch habt, ja, dann wird das, und wir reden hier immerhin, glaube ich, um die 60, 70 Punkte, die der Markt hier im 5-Minuten-Chart hochgegangen ist und dann wieder fällt, nur um euch auszustoppen da oben. Das ist schon brutal. Ja. Also von daher, da gucken, wo bin ich halt drin. Und deswegen schauen im 1-Minuten-Chart, wenn wir das ja am Tief noch machen, ich zeichne mal das jetzt nur als Stäbe,
damit man es vielleicht besser sieht. Also im 1-Minuten-Chart, der Markt, halt, muss schon hier das hier nehmen. Der 1-Minuten-Chart fällt nach unten, machen wir es mal rot. So, fällt nach unten, fällt, also wir machen hier nochmal so ein Tief. So, jetzt kommt der Markt da an, fällt hier durch mit so einem Stab und vielleicht noch einen zweiten. Und dann kommen hier schon die ersten, im besten Falle, das wäre der aggressivste Einstieg im 1-Minuten-Chart, wenn die 2. Minute auch noch hochgeht oder zumindest das Tief halt hält von, und wir jetzt hier kein neues Tief mehr sehen von so 1, 2, 3 Minuten, hups, dann wäre das der aggressivste Einstiegsmöglichkeit, die ich da favorisieren würde. Und das habe ich halt bei einem Trader halt hinbekommen, der ist halt einfach hier unter dem Tief long gegangen. Sobald die Kerze so aussah vom Verlauf her, das war die 1-Minuten-Kerze. So. So, und während der Minute ist der Markt dann wie folgt gelaufen. Der Markt fällt hier die ersten 30 Sekunden runter, geht dann hoch. Das heißt, nach 30 Sekunden sah das schon aus. Oh, hier unten ist eine Lunte entsteht dann im 1-Minuten-Chart. Da hat er sofort dann den Long reingenommen. Und am Ende der Minute hat sie doch unten geschlossen und dann ist der Markt weiter gefallen. So, das haben wir rausgefunden. Und jetzt ist es so, er wartet halt und nimmt den Long dann später. Und für sich und seine antizyklische Denkweise hat sich das Trading da dramatisch verändert. Ja. Klar, antizyklisches Trading hat genauso wie prozyklisches Trading immer den Vorteil, wenn es nicht so aufgeht, wie es aufgehen soll, gibt es halt immer einen Stop-Loss. Der zweite große Fehler, den man halt ganz oft sieht, ist, dass die wenigsten Trader es bereit sind zu akzeptieren, den Verlust glattzustellen. Wir bleiben mal hier in einem Short-Trend drinne. Das heißt, der Markt fällt nach unten. Aber machen wir es mal ein bisschen kürzer. So. Ach, komm her, Markt fällt hier durch das letzte Tief durch, kommt wieder hoch, fällt tiefer. So. Damit möchte ich gerne zeigen, dass wenn man jetzt da sogar den Long hier drinne hat als antizyklischer Trader hier an der Stelle, man kommt vielleicht nur 3, 4, 5 Punkte nach vorne und dann fällt der Markt halt nochmal eine Etage tiefer. So, was machen jetzt einige Trader nicht? Die stellen halt hier nicht im Stop-Loss glatt, sondern sagen sich, okay, dann kaufe ich halt hier unten nochmal nach oder kaufen dann hier schon mal nochmal nach. Das Problem ist, man hat auf einmal 3 Positionen drin und das kann halt sein, dass vielleicht dann das Risiko viel zu hoch ist. Und wenn wir jetzt wirklich so einen Trendtag haben, vielleicht wird jetzt der eine oder andere nicken, dann sagt man sich, alles klar, okay, jetzt muss ich hier raus und dann fliegen halt mit einem großen Loss dann in Folge 3 Positionen dann mit einmal dann halt raus. Ja. Und das ist natürlich dann wird es halt richtig teuer. Ja, vor allem, wenn man noch emotional wird und das nicht richtig für sich dann richtig geregelt hat, welche Verluste bin ich überhaupt bereit einzugehen, dann kann das so eine Geschichte schon relativ teuer werden. Genau. Was ist besser? Besser ist es, konsequent sich ausstoppen zu lassen. Stellt euch vor, ihr legt euren Stop-Loss hier hin. So, jetzt werdet ihr ausgestoppt. Das heißt, das ist euer Verlust, den ihr hier gerade gehandelt habt. Von hier bis hier ist euer Verlust. Und wenn ihr jetzt als Beispiel nochmal etwas tiefer einsteigt und jetzt läuft der Markt entsprechend so, dass er von diesem Tief also kein neues Tief mehr macht, machen wir es jetzt mal blau. Und ihr kommt jetzt plötzlich hier hin oder sogar hier hin, wo ihr damals eingestiegen seid. Wir machen es jetzt mal so. Also allein wenn der Markt ja nur die Strecke bis dahin läuft, habt ihr eventuell genau das gleiche verdient oder sogar ein bisschen mehr als mit dem Stop-Loss davor. Schafft ihr es sogar diesen Trade bis dahin zu ziehen, wo ihr mal ausgestiegen oder eingestiegen seid davor, um einen Punkt besser zu sein, dann wisst ihr auch, was ihr an Gewinn habt, denn am Ende überlagern sich Gewinn und Verlust. Ich jetzt mal schematisch dargestellt. Ja, das war euer Verlust. Dann bleibt als Gewinn genau das hier übrig. Ja, also diese Strecke hier, die bleibt natürlich als Gewinn übrig. Und das heißt, das ist euer Nettogewinn. Wenn ihr noch einen Punkt darüber glattgestellt habt, dann auch noch dieser eine Punkt. Also das wäre natürlich ideal. Ja. Deswegen also Stop-Loss konsequent ziehen. Und es kann halt sein, wenn das ein langer Trend ist, dass ihr halt das 3, 4 Mal versucht. Auch hier in dem Fall war es ja auch so, der Markt ist
einmal hoch, wieder runter, zweimal hoch, wieder runter und beim dritten Mal dann erst durchgegangen. Ja. Und wer da halt dann nicht im Gewinne halt direkt rausgeht, sondern immer wartet auf die Große, also wer hier schon drauf gewartet hat, auf das, was denn danach kam, der kommt plus minus null vielleicht raus, nochmal gewartet, wieder nicht, wieder plus minus null und dann beim dritten Mal läuft es dann halt deutlich im Plus. Ja. Gut, das soweit mal der Ausbildungsanteil, wo, sag jetzt mal, wo der Vorteil vom antizyklischen Trading liegt, vor allem bei solchen Tagen hier. Vielleicht sehen wir es ja auch heute, habt ihr jetzt noch nicht reingeguckt. Und auf der anderen Seite auch das Risiko natürlich und versucht, ich sage jetzt mal, beim Einstieg darauf zu achten, wenn ihr die Linie habt, bleibt mir hier nochmal bei dem Short, dass ihr zumindest wartet, bis der Markt wieder darüber handelt. Also wenn der Markt halt hier durchfällt, ja, wir kommen jetzt hier drauf, dann geht der Markt erst wieder hoch und dann kommt er halt hier irgendwann hier runter, ja, fällt dann da durch und dann wartet halt bitte ab, bis der Markt wirklich darüber handelt, ja, wenn er nicht allzu weit weg rennt davon, ja, dann habt ihr da eigentlich eine ganz gute Chance. Fällt der Markt jetzt von hier aus dann wieder weiter, nochmal durch das Tief, dann müsst ihr halt gucken, wie weit ist denn euer Maximum-Stop-Loss und wenn es halt, manchmal kann es auch sein, der Markt nimmt nochmal das Tief halt raus und steigt dann halt erst sehr, sehr dynamisch so durch. Das ist ganz typisch für Nasdaq, dass der sowas macht. Ja, da muss man halt dann sehen, dass vielleicht dann auch der zweite Trade dann erst der bessere ist. Manchmal, ich habe solche Trades auch und manchmal ist es wirklich so, dass mein Stop-Loss hier gerade noch so liegt, dass ich halt bei 20 Punkten nicht ausgestoppt werde oder 25 Punkten und ja, manchmal läuft es halt einfach durch. Ja. Ist halt so, aber ist meistens auch gut so. Alright. Gut, das soweit der ausführliche Ausbildungsanteil. Ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen. Wenn ja, könnt ihr das gerne reinschreiben. Und jetzt kommen wir mal zum Markt und vielleicht können wir genau das anwenden, was ich euch heute gerade erklärt habe. Gut. Dann schauen wir uns mal an, was die Märkte so machen. Ich hoffe, dass der Markt heute nicht, dass das hier heute besser läuft. Ich bin jetzt auf dem MetaTrader 5 mal hier umgestiegen. Zur Bildschirmerklärung. Ihr seht auf der linken Seite, ich mache das Tool hier nochmal an. Für die, die jetzt fragen, was sieht man hier alles, weil es ist jetzt hier auch nicht alles so lesbar. Also hier oben habt ihr hier auf der linken Seite, das hier sind Einzelaktien. Das ist die Apple, AAPL. Das ist die Microsoft. Und das ist hier Amazon, AMZN. Warum habe ich die drei zusammen, machen über 20% Gewichtung dennoch die Tesla noch dazu, die seht ihr jetzt hier nicht, machen also um die 20%, über 20% Gewichtung vom Nasdaq aus. Das heißt, wenn in einem dieser drei oder vier oder fünf Top-Werten wirklich eine massive Bewegung ist und nur in dem Einzelwert, dann hat das auch eine Rückkopplung. Wenn es dann so läuft wie am Freitag, wo alle Werte runtergehen, so und auch im gleichen Tempo runtergehen oder ziemlich gleichen Tempo, dann weiß man, okay, das ist eine Order, die ist im Future, die ist richtig groß. Ja, dann stelle ich mich auch gegen so eine Bewegung nicht dagegen. Ja. Heute im DAX war es auch so. Im DAX heute zum Beispiel, der DAX ist ja einmal hochgegangen und runtergefallen. Wer sich die Einzelaktien anguckt, der sieht, dass drei, vier Einzelaktien gestiegen sind und ein paar sind seitwärts gelaufen und welche sogar gefallen. Und das ist ja auch so ein Zeichen, dass man dann durchaus unterstellen kann, wenn die aufgehört haben zu steigen, in die Korrektur gehen und die eh fallen, noch weiter fallen, ist oftmals eine Möglichkeit, dass der Markt dann halt eine Umkehr macht. Ja. Gut, wir gucken mal, was der Nasdaq heute hier zu bieten hat. Wir sehen jetzt mit Eröffnung die ersten 15 Minuten hier eine deutliche Abwärtsbewegung im 5-Minuten-Chart. Ich mache mir das hier immer an im 1- und 5-Minuten-Chart. So sieht das Ganze hier aus. Und wir sehen also, schwarz-weiß ist der 1-Minuten-Chart, dahinter liegt dann der 5-Minuten-Chart mit braun und blau. Oh, rechts oben seht ihr den Tageschart, der ist für mich jetzt zum Beispiel wichtig, weil wir jetzt ja hier aktuell die Tagestiefs dieser letzten Tage sind ja gar nicht so weit weg und deswegen sollte man die sich einzeichnen und sowas sieht man ja dann im 5-Minuten-Chart ja nicht. Ja, und deswegen zeichne ich mir das dann sowas ein. Warum geht's nicht?
Ah, jetzt mal zu schnell. So, dass man dann sieht, okay, ich weiß ungefähr, wo die Tiefs sind und das sehe ich halt, wo ich hier entsprechend im Tageschart drinne bin. Ja? So, und dann kriege ich ein Gefühl dafür, wo stehen wir im großen Bild. Ja? Und ich kann mir das sehr schnell mal zeigen. Ihr könnt das auch, man muss den Tageschart theoretisch nicht den ganzen Tag drauf haben, sondern man kann dann auch ja überlegen, dass man den dann halt sich alle paar Stunden mal anguckt, wo wir stehen. Ja? Reicht auch die Stunde. Ich habe es hier mal jetzt so gemacht. Auch hier zwei Zeiteinheiten in einem Chart. Wir sehen schwarz-weiß den 15-Minuten-Chart und dahinter den Stunden-Chart. Ne? Vier Kerzen von dem 15-Minuten-Chart ergeben eine Stunde. Das heißt, dahinter sehe ich die Stundenkerze. So habe ich mir das. Ne? Frage, wie man das machen kann. Also man braucht den Stereo-Trader dafür. Es gibt für mich jetzt kein anderes bekanntes Tool, was das im MetaTrader 5 zumindest kann. Im MetaTrader 4 gibt es auch noch einen Indikator davon. M Candles heißt der, also wirklich danach mal googeln nach einer M, also M und Candles. Dann kann man sich den Indikator installieren. Wenn man den Stereo-Trader selber hat, dann hat man die Möglichkeit, über dieses X-Frame-Tool sich den dann reinzuladen. Den findet man, wenn man den Stereo-Trader hat, geht man hier auf Stereo-Trader-Einstellungen und da muss man sich den, halt Quatsch, auf Stereo Trader Installationsmanager, da muss man sich den mit hoher Wahrscheinlichkeit erstmal runterladen. Ja, X-Frame heißt das Ganze, ist von mir, hat der Dirk Hilker für mich gebaut, wo ich so schon immer die Charts angeguckt habe. Seit 20 Jahren habe ich zwei Zeiteinheiten in einer drinne. Das hat angefangen damals mit dem Ninja Trader, da ging das damals schon. Daraus ist auch ein Setup entstanden, ein sogenanntes Box-Setup heißt das. Ja, und genau. So, zu dem Thema jetzt gerade wegen dem antizyklischen Trading, ne, das wäre jetzt so, es wäre, wie gesagt, wir sind jetzt in einer Abwärtsbewegung drin, aber nur mal als Beispiel, wenn man jetzt, ich hole das hier nochmal ganz kurz her, wir sind jetzt hier in einer sehr starken Abwärtsbewegung, aber nur als Beispiel, wenn man sehr aggressiv ist, kann es halt sein, dass man so eine kleine Erholung dann nimmt und sagt sich, ah ja, ich gehe mal long. Ich meine, das ist jetzt hier alles innerhalb einer 5-Minuten-Kerze, aber das ist halt oft der Fehler, dass dann die Trader oft dann gleich hier reingehen und dann am Ende ist es einfach nur, dass die 5-Minuten-Kerze weiter runter geht und da passiert gar nichts. Im 5-Minuten-Chart sieht man dann am Ende ja gar nicht, dass der Markt halt höher gegangen ist. Also da, das meine ich halt mit dieser aggressiven Vorgehensweise, wenn man das ein bisschen reguliert bekommt, denke ich mal, ist es dann schon ein bisschen besser, ja, wenn man den Punkt des Entries einfach ein bisschen nach hinten verschiebt. Gut, war sehr gut erklärt, super gut, vielen Dank fürs Feedback. Wie gesagt, also Hauptaufgabe erstmal für euch zu wissen, was bin ich für ein Gucker, Trend oder Gegentrend und der Rest dann da drumherum alles bauen. Ja. Gut, also ich würde jetzt hier schon gerne sehen, wir haben hier eingezeichnet das Vortagestief, er wäre jetzt schon schön. Dieses Vortagestief wenigstens rauszunehmen, wäre jetzt ja schon schön für mich. Ja. Genau. Ansonsten gibt es jetzt aktuell erstmal für mich jetzt nicht so viel. Also ich springe jetzt nur, weil eine Kerze hier mal kurz hochgeht, da nicht rein. Aber ich werde mal gucken, ob eventuell, ich habe ja so ein Limit-System noch. Da wollte ich mal gucken, ob ich da vielleicht darüber einen Trade halt finde. Ja, könnte hier unten sogar, ist sogar hier ein Entry auf der 59, war ja sogar ein Limit Entry. Da muss ich mal kurz, ich muss mal kurz in die Profi Tools gerade mal ganz schnell reingucken. Ah, jo, okay, das wäre genau das Tief getroffen. Ah, nicht schlecht. Right. Okay. Also wenn es gut gelaufen wäre, wäre man sogar genau am Tief mit dem Limit hier drin gewesen. Ja, vielleicht zu. Naja, gut. Wir warten jetzt mal ab. Wir haben jetzt 15:50 Uhr. Die Stunde relativ rot, die letzten drei 15-Minuten-Kerzen rot. Wir warten jetzt mal ab,
Also ich würde schon gerne sehen, dass, wie verhält sich der Markt, wenn er das Tief vom Freitag, Donnerstag, Mittwoch, also wollen wir das hier unten wirklich direkt rausnehmen und brechen, diese Tiefs, oder stabilisiert sich der Markt halt vorher? Ja. Ja, hier könnte man auch mal auf die Stunde gehen, vielleicht, dann kann man es ja noch ein bisschen weiter zusammenschieben. Ja. Also hier sieht man es vielleicht jetzt noch ein bisschen deutlicher. Stundenchart ist jetzt schwarz-weiß und oh, genau. Gut, mal kurz gucken, was die Volatilität, wie groß die ist hier in der Minute. 20 Punkte, 26 Punkte, ja. Okay. So, Trendgucker oder Breakout-Trader, die am Tief halt Short gucken, die suchen natürlich jetzt weiterhin hier ihre Short-Trades. Ich muss mir das mal hier den Chart nochmal mit reinlegen. Normalerweise mache ich das sonst auch, aber habe ich jetzt hier nicht. Ja, gut. Da sind die Tiefs. Also wäre schon schön, wenn man da jetzt irgendwie da nochmal so diesen Durchbruch da sieht. So, mal gucken jetzt hier, wie die großen Werte sich verhalten. Microsoft so ein bisschen hier versucht, diesen Boden zu finden. Ja. Jetzt kriegt man hier den Push ans Tief dran. Also ich warte jetzt auf alle Fälle mit. Also ich bin jetzt nicht bereit, am Tief auf den Ausbruch zu spekulieren. Stop-Loss wären hier ungefähr so 27 Punkte, die ich da bereit wäre. Und wie gesagt, da ich ja eher der antizyklische Gucker bin, möchte ich sehen, was am Tagestief passiert. Und vielleicht passiert ja das, was ich halt sehen möchte. Und dann könnte man ja mal gucken, ob wir einen antizyklischen Trade reingehen und können auch gucken, wie es denn aufgeht, wenn halt wirklich der Trend durchrattert. Ja? Und vielleicht auch mal zu sehen, wie man sich aus so einer Situation befreien kann. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Ja, aber das kann durchaus mal jetzt ein interessantes Thema sein. Am Ende ist es halt so, dass natürlich bei so einem Durchbruch dann das auch ein bisschen Arbeit halt ist, nämlich in Form von Trade Management, Risikomanagement, und der hat das mal halt aufpasst, dass man halt nicht komplett überrannt wird. Aber man kann sich auch sowas, oder ich habe mir früher dann auch immer gesagt, ich will das jetzt da unten so handeln, das ist meine Trading-Idee. Und auch ja, wenn der Markt halt nochmal ein bisschen Umweg macht, ich gucke halt, ob ich diese Idee so umgesetzt bekomme. Ja, mit aller Konsequenz. Also ich wechsle dann auch nicht meine Meinung und sage, ah nee, komm, jetzt rennt er doch nach unten durch, dann handle ich jetzt doch den Short. Ja, und wenn ich ständig meine Meinung halt ändere in Bezug auf den Chart, solange der Markt mir jetzt keine deutlichen Hinweise gibt, dass es halt sich komplett verändert, das Bild, bleibe ich dann halt dabei. Und das kann manchmal herausfordernd sein, aber es ist dann wirklich gut, falls der Markt, also an den Tagen, wo das passiert ist, wenn der Markt dann bei so einem Durchbruch halt anhält, macht dann einen Tagesreversal. Wir haben ja heute auch Dienstag. Es war für die Amis eher ein falscher Dienstag, für die ist es ja eher Montag. Die hatten ja gestern Feiertag. Ja, da kann es halt schon auch so sein, dass wir
Den Turnaround Tuesday, der steht ja auch noch im Raum. Und vielleicht ist, so wie wir heute früh die erste halbe Stunde die Kauforder hatten, dass die Amis vielleicht mit der ersten halben Stunde Verkauforders dann durch sind und dann mal gucken, ob wir das Thema bekommen. Ich gehe jetzt nicht einfach rein, Long, und sage mir, ja, das hält, sondern ich will den Bruch schon sehen oder ich will davor halt eine kleinere Umkehrformation sehen. Solange der Markt so läuft, bleiben die, die eins gesagt haben, die Trendgucker jetzt klar im Vorteil, die können hier relativ entspannt sogar ihren Stop über selbst im 1-Minuten-Chart nachziehen, denn ihr seht ja hier, im 1-Minuten-Chart wird ja jede Kerze gehalten. Wir hatten das jetzt, glaube ich, das letzte Mal beim Thema gehabt. Außenkerze, weiß gar nicht, ob es jetzt hier bei dem Broker war, ja, aber da kann man hier schön mit dem Trend halt und kleinen Risiken für, je nachdem, wenn man das halt möchte, damit handeln, ja. Aber ich habe jetzt hier unten, wie gesagt, ich gehe am Tief halt den Einstieg nicht rein, weil im 5-Minuten-Chart wäre es für mich halt der Maximum-Stop da oben. 60 Punkte ist mir too much. Ich weiß nicht, ob der 60 Punkte durchfällt. Ja. Deswegen warte ich jetzt ab und wir versuchen mal das einfach konsequent umzusetzen, was wir heute gerade eben in der Analyse oder im Ausbildungsanteil gerade gesagt haben. Mal gucken, ob wir da einen Einstieg finden. Und dann sieht man vielleicht auch mal, es kann sein, dass ich vielleicht auch zu aktiv und zu aggressiv bin, kann aber auch sein, dass man einfach wartet und mal zum Beispiel, jetzt fällt der Markt irgendwie nochmal 100 Punkte weiter und dann merkt man, okay, ich habe jetzt ja kein Long Entry bekommen und das ist halt genau das, was man auch hinbekommen muss, dass man halt, wenn es das Signal nicht gibt, dass man da halt entsprechend dann auch Ruhe bewahrt und sagt, okay, das ist halt nicht das, auf was ich gewartet habe. Ich warte ja jetzt auf genau diese Sache, was ich gerade erklärt hatte vorhin, dass jetzt der Markt fällt. Im besten Falle fällt er durch dieses, halt, im besten Falle fällt er jetzt hier durch das Wochentief halt durch und dann möchte ich halt eine weiße Kerze sehen, noch eine weiße und vielleicht einen Close im 5-Minuten-Chart darüber und dann würde ich halt gucken. Es kann immer noch mal sein, dass der Markt das halt noch mal abverkauft, aber wenn hier unten der Markt da halt nur einmal 30, 40 Punkte nach oben geht, ich vielleicht einen 10, 20-Punkte-Stop habe, dann ist alles cool. Und wie gesagt, auf die Uhrzeit so ein bisschen achten, gleich haben wir 16 Uhr, ja, da kann immer mal was passieren, eine Reaktion dann halt kommen. So, mal sehen, ob das hier die erste weiße 1-Minuten-Kerze wird. Ihr seht immer hier die Uhrzeit vom 1 Minuten, wie lange die Minute dann noch geht. Ist im Nasdaq für mich schon ziemlich wichtig, weil der Nasdaq kann ja auch manchmal 30, 40 Punkte in einer Minute marschieren. Ja. Frage, guckst du nach Pivot-Punkten? Nein. Aber wahrscheinlich wird da irgendein Pivot schon da unten liegen, ja, wenn es der S3 ist. Ja, genau. Also ich selber gucke nicht nach Pivot. Ich habe auch mal eine lange Zeit nach Pivot gehandelt und die Story dahinter. Ich habe sogar voll krass und da merkt man halt, dass Börse auch viel Vertrauen ist und Glaube. Börse ist am Ende eigentlich ganz viel Glaube, denkt man gar nicht. Aber am Ende mit unseren Trades glauben wir daran. Ich nehme jetzt nur das Beispiel, dass der S3 hält und deswegen geht man dort long, zum Beispiel. Ja. Dass der hält, deswegen geht dort. Es gab mal eine Zeit, da war Pivot-Punkte im Jahr 2000 der heißeste Shit, wenn man so möchte. Und man musste sich das damals ja aber noch alles selber mit Excel berechnen. Ich hatte in meiner Excel-Berechnung einen Fehler drin in der Formel und habe halt mit vollstem Vertrauen meine Pivot-Punkte gehandelt, weil die Formel war bekannt. Dass ich aber in der Formel einen Fehler drin hatte, ist mir nicht aufgefallen. Jedenfalls hat der Markt genau an den Punkten auch sehr oft reagiert, obwohl sie verkehrt berechnet waren. Aber wenn man halt auch daran glaubt, dass das so passiert, wie es passiert, dass der Markt von so einem Pivot abprallt, ist es halt dann schon erstaunlich, dass es funktioniert hat. Irgendwann so ein halbes Jahr später sagt mir einer, Heiko, was hast du da für Punkte drin? Ich sage, das sind meine Pivot-Punkte. Ne, die sind doch komplett woanders. Deine, da hast einen Fehler an der Rechnung. Und das sage ich, ist mir doch egal. Am Ende funktioniert's. Ja. Also, das war auf alle Fälle interessant. Dann habe ich beide eingezeichnet. Naja, und ja, wie gesagt, am Ende funktioniert das. Und wer das als Instrument halt einsetzt, alles gut. Ich habe es halt mal eine Zeit lang wieder drinne gehabt, weil auf Stundenbasis gewisse Pivotpunkte sehr, sehr gut funktioniert hatten. So, jetzt haben wir es gleich um.
Jetzt sind sie leider schon eine Minute zu früh marschiert. Jetzt gucken wir mal, 16 Uhr gab es ja nochmal Zahlen. So, mal sehen, ob die Verkaufsorder durch ist. Schön wäre es natürlich, und das ist jetzt ein bisschen schade, dass jetzt zu 16 Uhr noch kein neues, dass wir die 2000, eigentlich schon die 12.000 bis jetzt noch nicht durchbrochen haben. Mal gucken, ob es jetzt kommt. Ja, also am Ende. Nur weil ich Nicht-Nutzer heißt es nicht, dass es nicht funktioniert. Am Ende muss es für einen selbst funktionieren. Am Ende muss man hergehen und sagen, hier, Pivotpunkte ist was ich aus meiner Analyse gesehen habe, dass das in den letzten Wochen, Monaten sehr oft funktioniert hat. Und dann ist die nächste Frage, kann ich das ins Trading integrieren? Ja, ich kann hier im StereoTrader relativ easy die Pivotpunkte hier anmachen. Dann können wir ja mal gucken. Hier sind sie mit drinne. Pivotpunkte, also einmal für die letzte Stunde. Und hier für den Tag. Hier wäre es jetzt für den Tag so, dass der Pivot, dass da nach der Berechnungsmethode, und das war auch dann immer eine Frage, was ist die Berechnungsmethode? Also welche Uhrzeit nehme ich jetzt? Dass es hier immer noch so ist, dass da der S3 nicht erreicht wurde. Also hier ist der vom vorhergehenden Tag, sind wir jetzt erst am S2. Aber das halt, denke, es gibt ja Pivots, Camarilla und keine Ahnung, gibt es ja Haufen Abwandlungen auch. Ja, also. Das muss halt am Ende, wie gesagt, für einen funktionieren. So. Jetzt haben wir das Tief hier durchbrochen. Ja, wie gesagt, die Trendgucker, wir haben es ja vorhin besprochen, Trendgucker haben den Vorteil auf ihrer Seite. Der aggressiv hier die Tiefs long gehandelt hat, der hat genau das Problem, was ich vorhin beschrieben habe und was ich auch bei dem Coaching-Teilnehmer hatte. Ja, dass der gesagt hat, ach ja, Mensch, hier so viele Tiefs. Gut, jetzt ist es hier schon sehr, sehr heftig dadurch. Ja, und Breakout-Trader und Short-Trader sind auf alle Fälle jetzt ganz klar im Vorteil. Ja. So, und wer aber den aggressiven Long hier nimmt, ja, der hat hier entsprechend dann ja, gerade das Problem. Ja. Ja, stimmt, ja klar. Nee, halt. Zeitangabe, klar, Zeitangabe, ja, also Zeitangabe ist, weil jemand gerade schreibt wegen diesen Pivots, Zeitangabe ist Quatsch, ist nicht ganz Quatsch, ist immer eine Frage, nutze ich zum Beispiel die Uhrzeit von, also hoch, tief von 0 bis 24 Uhr in USA oder zum Beispiel nur die Kasse von 15:30 Uhr bis 22 Uhr. Und in der Zeit können ja andere Tageshoch und Tagestiefs gemacht werden, das heißt, Pivot wird ja berechnet aus, na, Tagestief, Tageshoch und Schlusskurs, dann gibt es ja Abwandlung noch mit Eröffnungskurs vom neuen Tag. Ja, gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. So. Ja, ich habe jetzt mit neuer Stunde geht es hier direkt weiter. Also ich habe hier kein Trade drin. Die Prozykliker sind klar im Vorteil. Aktuell nichts für mich. Für den Antizykliker. Und das Positive ist, und jetzt kommt ja das Interessante, jetzt, dass die ersten sagen, nämlich die im Trend drin sind, sagen, Mensch, Heiko, wir haben einen Abwärtstrend. Wieso bist du nicht short? Genau. So. Wieso bist du nicht short? Dann sage ich, weil ich auf Long geguckt habe. Aber ich bin eigentlich ganz froh. Und das ist jetzt genau das andere. Das ist jetzt die Krux. Das nämlich, und das ist auch ein Fehler, was viele wirklich machen. Ich habe keinen Trade drin. Es ist auch mir egal, ob der Markt jetzt so fällt. Der Grund ist ja einfach der. Ich habe eine Erwartungshaltung gehabt. Und diese Erwartungshaltung sah vor, dass der Markt vielleicht bei diesen Tiefs halt so ein bisschen durchgeht. Ja, und dann sich stabilisiert und vielleicht steigt. So. Ich meine, der ist ja vorher auch die Tage dort reingelaufen und gestiegen. Wir sind auch am Freitag dort reingelaufen und gestiegen. Ja, warum soll der Markt nicht auch heute, wenn er schon von da oben runterfällt, nicht auch da anhalten und steigen? Nachdem der Markt ja von hier oben, was sind das? Ja, ich habe jetzt hier, kannst du jetzt nicht messen, aber es sind ja von 12.000 bis, ja, also 160 Punkte gefallen ist, kann ja der Markt auch mal anhalten und 50, 60 Punkte vielleicht steigen. So, das ist ja die Idee. Wichtig eigentlich jetzt an der Stelle ist ja, dass man jetzt nicht als Trader hergeht und sagt, ach Mensch, der Markt fällt die ganze Zeit und ich habe keine Punkte mit Short verdient. Das sehen wir jetzt alle. Jeder von uns sieht, dass der Markt jetzt das gefallen ist. Aber wenn ich eine andere Erwartungshaltung habe, kann ich mich nicht umdrehen und sagen, rückblickend betrachtet wäre es gut gewesen, Short zu sein. Deswegen, das ist ja diese prinzipielle
prinzipielle Blickrichtung zwischen so gucke ich eher von unten nach oben oder von oben nach unten. Ja, das, was wir vorhin behandelt haben. So, wie weit haben wir denn jetzt den Durchbruch hier gemacht? Könnte das hier ein Level sein? Also, manchmal gibt es halt den Punkt, dass wir 5 Minuten nach einer neuen Stunde so langsam in den Bereich halt reinkommen, wo der Markt jetzt nochmal überschossen hat mit neuer beginnender Stundenkerze. Und jetzt so Folgendes passieren könnte, dass jetzt angefangen wird, wir haben jetzt eine starke Stunde nach unten gehabt und dass jetzt diese neue Stunde, die hat jetzt auf der rechten Seite, seht ihr, also ich mache das mal hier aus kurz, die neue Stunde hat jetzt noch 50 Minuten Zeit. Und es wäre nicht verwunderlich, wenn während der Stunde oder vielleicht sogar am Ende der Stunde die Stunde sogar so aussehen könnte, dass sie zumindest versucht, einmal da hochzugehen oder vielleicht sogar auf weiß, ich zeichne es jetzt hier in dem Falle blau, umdreht. Das heißt, dass wenn das Tief hier gekauft wird per Stunde, ja, dass der Markt dann an das Tief der letzten Stunde hier dranläuft, das ist hier das Tief hier, ja, und dann entweder dort abprallt und runtergeht oder vielleicht da drüber kommt und dann so ein Reversal macht und plötzlich wird die Stunde davor, die wo jetzt das Kreuz hier gezeichnet habe, unten rechts im Stundenchart, dann wieder neutralisiert. Also das gibt's alles, ne? Wenn jetzt noch eine Stunde runtergeht, klar, dann sieht's halt natürlich echt doof aus. Jetzt vielleicht die Frage, wie kann man es jetzt noch handeln? Also wir könnten jetzt hier maximal dann auch überlegen, dann, wenn wir noch was anderes sehen, vielleicht noch mal ein anderes Setup zu nehmen. Und wie gesagt, war jetzt hier auf der Antit. Was jetzt interessant werden würde, wäre jetzt, falls hier irgendwie das anhält und nach, also es beginnt meistens mit einer weißen. Solange halt keine zweite und dritte Weise nachkommt, ist es das halt nicht, aber das wäre halt dann so die einzige Idee. Aber wie gesagt, hier unten kann man immer noch short gehen. Der Stop ist immer noch da drüber, immer noch 26, 27 Punkte. Muss man halt den Kauf nehmen. Wenn es der erste Trade ist, ist es halt dann immer doof. Wenn man vorher vielleicht schon irgendwie ein paar Punkte gesammelt hat, vollkommen okay. So, jetzt müssen wir hier im Chartbild mal weiter nach links gucken. Also, ihr seht jetzt hier, der Nasdaq relativ schwach. Ich gucke mal kurz, ob die anderen Indizes auch so schwach sind. Ja, der Dow ist auch relativ schwach, auch schön runter. Und der S&P auch entsprechend. Also alle sehen identisch aus. Also hier haben wir doch eine Verkaufsorder. Bis jetzt keine Korrektur gesehen. Fast alle Kerzen, bis auf ein, zwei, 5 Minuten Kerzen, die halt hier direkt halt runtergehen. So. Es gibt durchaus eine Art und Weise, wie man es handeln kann, aber selbst das ist nicht eingetreten. Also normalerweise, wenn ich versuche, in solchen starken Trends reinzukommen, dann sieht das wie folgt aus, dass ich versuche, im oberen Drittel einer 5-Minuten-Kerze, also hier in diesem oberen Drittel, short zu kommen. Aber ihr seht, der Abwärtstrend ist so dynamisch, dass man natürlich klar mit so Breakout-Trades oder neuen Tiefs auch da versuchen kann, weiterzukommen, aber dann muss man den halt wirklich schnell verbastelt bekommen. Ich bin jetzt nicht bereit, das Risiko hier einzugehen. Ja, also dafür, und das Krasse ist, dass es, glaube ich, nur diese eine, also hier wäre das, hier hätte es vielleicht geklappt mit dem oberen Drittel und hier hätte es geklappt mit dem oberen Drittel. Aber sonst ist der Markt so dynamisch, dass er nicht mal in das obere Drittel reingeht, sondern dass die Kerzen halt 5 Minuten geht's runter und die nächste, ja, geht halt direkt weiter und erholt sich nur gering und das zeigt schon eine ziemliche Dynamik halt an. Also schon eine ziemliche also da will man halt raus oder muss halt raus, eins von beiden. Gut. Aber jede Kauforder endet, nicht ändert, endet irgendwann und wir warten jetzt nochmal ab, was das wird. Ja, und jeder, der jetzt als Antizykliker sagt oder jetzt seine Meinung umdreht, ich habe mit Short nichts verdient, der sollte eigentlich eher anders denken. Also der motivierende Gedanke sollte hier sein an der Stelle. Nur gut, habe ich bis jetzt noch mit keinem einzigen Long-Versuch 1 Euro verloren. Ja. So. Naja, dann auch bei den großen drei Werten, also Apple hier gibt ordentlich Gas oben, ihr seht es hier nach unten, die haben sogar nicht mal die weiße, also die haben nicht mal es geschafft, eine weiße 5-Minuten-Kerze hier hinzustellen, wo wir die eine weiße hier haben,
Nochmal, also hier zum Vergleich, also wir haben halt die weiße oder eine blaue 5-Minuten-Kerze und die gibt es bei Apple nicht mehr, hier diese. Ja, also hier hat einmal schon auch ziemlich Verkaufsdruck drin in den Einzelwerten. Aber sieht fast identisch hier aus, also da kommt der Druck schon auch mit aus dem Future. Mal kurz hier ins Büchlein gucken. Aber das Orderbuch ist eigentlich fast gut gefüllt für ein Nasdaq. Aber wahnsinnig schnell heute. Alright, okay. Jetzt haben wir eine Situation hier gerade, die relativ interessant ist und ein bisschen Aufmerksamkeit bringen könnte. Und zwar schaut mal, wir konsolidieren und wenn es jetzt wirklich ein richtig krasser Trend ist, schaffen wir es nicht mal diese eine Minute hier rauszunehmen. Maximal vielleicht hier so ganz klein so drüber. Und da werden schon die Verkäufer direkt draufhauen. Also wer sehr aggressiv ist, der geht hier nach so einer langen Bewegung, nach so einem kleinen Rücksetzer, versucht hier den Short auf den nächsten Push nach unten. Die Amis, wenn da so ein Algo rumwerkelt, schaffen das oder machen das so exakt. Ihr seht es hier auch hier davor. Wir haben es nur 2 Minuten nach oben und dann direkt wieder reingehauen. Es gibt nicht dieses runter Erholung 38%, sondern der Markt dreht das hier relativ gut runter. Sobald hier am Tief halt der Markt wieder hochkommt, muss man sofort wieder raus, weil immer die Gefahr besteht, dass einmal so, es gibt immer einmal oder ab und zu dann so eine, diese extrem lange Eindeckungskerze. Vielleicht sehen wir die auch noch. Also hier, mal gucken jetzt die Minute hat jetzt noch 11 Sekunden. Vielleicht sehen wir auch diese lange Eindeckungskerze, die hat dann oftmals so eine Länge so von 50 bis ja, 60 Punkten oder sowas. So jetzt, also hier unten bin ich mal gespannt, ob wir den Bereich hier halten. Wie gesagt, ich tue mich da auch selber schwer, als allerersten Trade da oben den Short Trade zu suchen. Aber wenn die Algos das hier richtig runterdrehen, lassen die es nicht zu, dass der Markt höher kommt. Ihr seht auch hier, bis jetzt gibt es noch keine wirkliche Korrektur. Es gibt immer nur 1 Minute mal hoch und der dreht hier richtig. Ja. Also, das ist Ami-like. Das ist sozusagen, das ist halt die Trends, die haben sich da schon auch über die letzten Jahre deutlich verändert. Trends laufen halt, wenn eine Bewegung läuft, nicht mehr so zurück und hoch, sondern bei den Amis vor allem laufen sie runter. Konsolidierung im 1-Minuten-Chart und runter. Ja, da kam gerade der Push. Ja, also wer sich's getraut hat, hier oben diesen Short zu nehmen, ja, der Markt ist, keine Ahnung, über 200 Punkte gefallen, korrigiert 18 Punkte und dreht weiter runter. Aber was sind wir denn jetzt gefallen? Ja, die lassen das nicht zu, dass da irgendwas anbrennt. Gerade. Ja, von der Eröffnung aus 220 Punkte gefallen. Da denkt man sich, ey, 220 Punkte, kannst du ja auch mal 30 Punkte erholen. Ja, und dann erholt er sich 18 Punkte und der nächste Rutsch. Ja. Ja. Also der Verkaufsdruck, weil gerade die Frage kam, wenn du sagst, der Verkaufsdruck kommt aus dem Future, das heißt, der kommt also hier aus diesem Teil hier raus, aus dem Orderbuch halt. Also das heißt, hier drinnen wickelt jemand eine große Position halt ab. Und es ist halt natürlich immer ein Zusammenspiel zwischen Einzelaktien, also das sind die drei Einzelaktien und das ist der Future. Klar gibt der 100 Einzelwerte im Nasdaq, aber die Dominanz, weil fast alle Kerzen gleich aussehen, ist schon auch mit im Future. Das heißt, im Future wird genauso mitverkauft und es kann halt sein, vielleicht sehen wir es nachher nochmal, dass alle drei Aktien hier, alle Top 3 Werte plötzlich gleich einen und denselben Sprung machen. Wahrscheinlich hier in der Minute haben sie gerade alle den gleichen Sprung nach unten gemacht und das kommt dann aus dem Future, weil halt im Nasdaq Future halt jemand gerade groß reingeschmissen hat. So, jetzt kommt der erste Aggressive, der hier zumacht nach dem Dip. Ja, das heißt, da schnippt der Markt dann gleich hier nach oben, massiv. Ja, sind jetzt die ersten. Das ist eigentlich jetzt ein guter Hinweis. Das könnte hier, das ist jetzt der erste Hinweis eines Aggressiven, der zumindest an den Tiefs hier erstmal kauft. Also kauft in Form, was hier passiert, ist einfach nur Gewinnmitnahme. Also derjenige ist vielleicht hier Short, da oben Short, da Short oder hier unten Short oder wo auch immer und
hat jetzt für sich einen Level erreicht, wo er sagt, ich fange mal an, Gewinne mitzunehmen. Das heißt, er kauft, und wenn er derjenige hier kauft, dann schiebt er den Markt mal mit relativ wenig Volumen im Verhältnis gesehen hier nach oben. Das ist für uns aber der allererste Hinweis. Wir haben das erste Mal hier eine weiße Kerze oder eine Umkehrkerze. Ich mache jetzt mit dem 5-Minuten-Chart hier only an. Und da werden wir jetzt gleich sehen, hier, das ist die erste Hammerkerze. Wir gehen jetzt nicht direkt über dem Hoch der Hammerkerze rein, sondern auch hier haben wir jetzt ja, schon 40 Punkte Stop. Ich hätte ein bisschen schneller sein müssen. Also man hat das gerade gesehen am Tief, wie es so ja, hochgezogen ist, aber ist ja egal. Was ich jetzt sehen möchte, und wie gesagt, wir müssen immer noch gucken, ob der Algo, also ob die hier verkaufen, noch aktiv sind, denn auch im Nasdaq und auch im Dow ist es oft so, in einem harten Abverkaufstrend wird diese Hammerkerze mal schön verkauft. Das heißt, am Ende der 5-Minuten-Kerze kann es immer sein, dass so eine Hammerkerze, die in jedem Lehrbuch ja als Umkehrkerze bekannt ist, dass diese Kerze einfach am Ende nur abverkauft wird. Das heißt, wir hatten ja nur 1 Minute Eindeckung gehabt und jetzt die nächsten 5 Minuten fällt das wieder. Aber was ich jetzt mache ist, ich habe jetzt mein Augenmerk zumindest da drauf. Ich weiß nicht, ob es jetzt das Ende war, aber was ich jetzt gerne möchte, sehen möchte, ist, dass also diese erste Minute, die nach oben ging, dass der Markt nur hier runterkommt. Und dann wäre das für mich der aggressivste, antizyklischste Einstieg, den man nutzen kann, mit ungefähr, ich sage jetzt mal, einen 40-Punkte-Stop bei 2 CFDs, wenn 80 Euro. Wenn man sagt, man möchte unter 100 Euro bleiben, dann könnte man hier irgendwie mit einem 40-Punkte-Stop hier reinkommen. Dann wäre das oh, vielleicht okay. Ja. Also das ist der aggressivste Entry, falls die Kerze hält. Wir warten aber, ich warte hier ab. Ich lege jetzt hier kein Limit rein. Ihr könnt ein Limit reinlegen, wenn man sagt, okay, ich arbeite zum Beispiel mit 3 Positionen. Dann könnte man hier ein Limit reinlegen, ja, und sagen, okay, das hält und das wäre Position 1 von 3. Ja, aber ich möchte hier schon das unterste Drittel denn erwischen. Ja. Wir können es ja mal ganz exakt machen per Fibo. Ja, also sagen, okay, wir nehmen jetzt hier das unterste Drittel. Aber das kann genauso in die Hose gehen wie hier vorne auch. Ihr seht das hier. Guckt mal da oben. Also hier, da, das kann genauso in die Hose gehen im unteren Drittel und der fällt halt einfach durch. Ne? So, aber so könnte man es halt gestalten, dass man sagt, unteres Drittel, dann wäre der erste Trade halt hier. So, ich würde es mal hier ein bisschen tiefer noch legen. So. Aber da kommt halt drauf an, wie handelt man das also für sich. Ne? Das ist mega, mega, mega aggressiv, nur zur Info. Also das ist das aller aggressivste Signal, was ich jetzt kenne. Schade wäre es eigentlich, wenn sie wirklich ganz genau kommen. Wir lassen mal hier das Fibo drin. So, haben wir noch ein paar Sekunden. So, na gut, machen wir es hier ganz genau. Also 61% der ersten Eindeckungskerze hat er hier geholt. So, und wenn jetzt zum Beispiel, achtet mal jetzt darauf, wenn jetzt der im 1-Minuten-Chart diese einzelnen Hochs nicht nochmal rausnimmt, dann rollt er vielleicht einfach weiter runter. Ihr werdet sehen, wenn der jetzt getriggert wird, ich habe eine Limit-Pullback-Funktion an, das heißt, na, jetzt sind wir drin, der zieht das dann so ein bisschen runter. Wir haben jetzt den ersten Trade hier drinnen. Und jetzt gucken wir mal, ob wir am Ende der 5-Minuten-Kerze, schaut unten rechts auf die Uhrzeit, wir haben 16:18 Uhr oder oben links 16:18 Uhr. Jetzt müsste am besten Falle, ich schalte mal schnell um auf den 5-Minuten-Chart, im besten Falle müsste diese 5-Minuten-Kerze jetzt hier oben schließen. Dann hätten wir, ich muss das hier mal wegmachen. Ja, wie gesagt, ist ja zur Demonstration hier. Wie kann ich das hier wegmachen? So, mal so weg. So, wenn die 5-Minuten-Kerze, die ihr jetzt hier gerade seht, diese drei, wieder oben schließt, dann haben wir hier lauter Lunden. Ja. So, und das wäre natürlich cool. 1 Minute haben wir noch. 1 Minute ist im Nasdaq relativ lange Zeit. Ja. Man könnte hier sogar schon überlegen, dann zu sagen, ihr selbst hier haut mal hier eine Hälfte raus, da oben. 0,5 von 2 und dann ist auch okay. So, das ist nur 1,5 und wenn jetzt hier die Eindeckung kommt, dann hätten wir den aggressivsten, möglich aggressivsten Einstieg erstmal getroffen. Ja. So, was ich jetzt mache zum Beispiel, das ist das Schöne hier im Stair Trader. Ihr seht, wo meine BE-Linie ist. Also BE steht hier für Break-Even. Die ist jetzt so unter der 5-Minuten-Kerze. Wenn ich jetzt nochmal, ich mache es jetzt mal hier, ich verkaufe jetzt nochmal was, jetzt ist meine Break-Even-Linie noch weiter nach unten gerutscht. Wenn ich jetzt sage, am Ende der 5-Minuten-Kerze möchte ich nicht, dass er die aktuelle 5-Minuten-Kerze, die jetzt hier läuft, nochmal unterschreitet, dann weiß ich trotz alledem, wenn ich jetzt ausgestoppt werde, also wenn er jetzt die Kerze hier in Ruhe lässt und die nicht nochmal rausholt hier unten,
Ja, und falls er sie doch rausholt, dann ist das hier mein Gewinn. Von hier bis hier, das ist mein Gewinn, den habe ich auf alle Fälle sicher. Das heißt, da brennt halt nichts mehr an. Und wenn der Markt jetzt den Rücksetzer macht, dann ist auch okay. Und so kann man das dann halt managen. Wir könnten jetzt natürlich auch wieder neu hergehen und sagen, okay, wir tun hier unten wieder was aufstocken, was wir da oben rausgetan haben. Das ist auch eine Möglichkeit. Also das ist jetzt ein Trade Management. Ja, da kann man tun und lassen, was man will. Aber das war jetzt eigentlich eine ganz gute Idee zu sagen, okay, nach dieser ganzen Abwärtsstrecke, wir haben 16:20 Uhr, also fast eine Stunde nur Abverkauf, dass da mal ein bisschen Eindeckung kommt, dass diese lange Außenkerze vielleicht hält, also diese lange 1-Minuten-Kerze hier hält. Ja, und ja, wir haben es hier den Punkt jetzt ganz gut hier getroffen, aktuell im ersten Rücksetzer. Aber wie gesagt, das ist der absolut aggressivste Einstieg, den man halt machen kann. Die Gefahr halt besteht, logischerweise wie überall, dass der Markt hier einfach nach unten durchkarrt, so, bums. Ja. Aber dafür haben wir ja bis jetzt auch lange gewartet. Ja, wir könnten, wie gesagt, hier unten das auch nochmal überlegen. Jetzt habe ich wieder aufgebaut auf 1,5 und dann können wir hier oben wieder rausnehmen. Wenn er das jetzt erhält, wieder 0,5. Und dann kann man sich da noch ein bisschen was zusammenklimpern. Ja, wenn er das jetzt auch nochmal rausnimmt, jetzt merkt man schon, oh, da unten, jetzt fangen die ersten zumindest an zu merken, okay, der läuft bis dahin und zieht sofort wieder an. Also, das heißt, hier fangen jetzt mehr Leute an einzudecken. Ja. Immer mehr Leute ein. Wenn das natürlich noch ein Stück weiter geht und wir auf der Oberseite nochmal durchkommen, dann gibt es diese kleine Eindeckungsrallye, sodass die ersten Shorts hier wieder rausgehen. So, ich mache jetzt hier den untersten wieder raus. Schade, nicht ganz das Ziel erreicht. So, jetzt gucken wir mal hier, ob man. So, und so versuche ich jetzt meine Break-Even-Linie, habe ich gleich schon unter das Tagestief gelegt. Das heißt, das wäre natürlich schon ideal, wenn wir es hinbekommen, dass der Break-Even, also diese goldene Linie, unterhalb des Tagestiefs dann irgendwann ist, weil dann habe ich meinen Stop unterhalb des bisherigen Tagestiefs und damit wäre ich dann safe, ne? Und wüsste, okay, jetzt ist der Trade free und könnte halt tun und lassen, was ich will. Und am Ende entscheidet sozusagen mein Management nur noch darüber, wie der Trade halt rausgeht. Ja. So, halt, ich bin ein Stück runter. So, jetzt haben wir wieder 0,5 rein. Mal gucken, ob wir hier wieder hochkommen. Ob wir so ein bisschen das Feeling rauskriegen, dass der Markt halt dieses Tief jetzt eher nicht mehr verkauft. Wenn er es jetzt verkauft, wäre hier mein Stop-Loss. Also ich will gar kein neues Tief nochmal sehen. Ja, und wäre dann halt eine Nullnummer. Und wenn er wirklich mal das macht mit der Eindeckung, dann wäre es okay. Aber was mir jetzt gefehlt hat, war hier oben direkt nach so zwei Kerzen mal so ein Push noch. Ja. Aber der Markt muss das nicht machen. Ne? Da sind die Amis halt schon echt gnadenlos, weil im 1-Minuten-Chart haben wir zwar jetzt sozusagen so einen leichten Trendwechsel hier drinne, aber im 5-Minuten-Chart ist noch gar nichts passiert. Im 5-Minuten-Chart, ich gehe nochmal kurz drauf. Oh, was ist jetzt passiert? Ist jetzt irgendwas aufgegangen? Bin ich noch zu hören? Oh. Oh, was? Noch bin ich zu hören, aber hier geht nichts mehr. Und was ist da passiert? Nein. Okay, reagiert nicht mehr. Gut, dann. Jetzt hoffe ich nur, dass die Einstellungen hier übernommen wurden. Heiers, das soll natürlich nicht passieren, aber wie gesagt, passiert mir manchmal, wenn doch viel offen ist. So, ich werde dann gleich auch nochmal auf die anderen Fragen gehen. So, jetzt ist ja. Das Bild recht. So, jetzt müssen wir hier ausgestoppt worden sein. Können ja auch hier mal rechts Handelshistory anmachen. So. Also jetzt sind wir hier ausgestoppt, plus minus 0. Der Markt ist schon wieder dabei. Und jetzt irgendwas zerschossen. Gesagt, ohne Webinar-Software passiert sowas nicht. So. Gut, also, ich würde halt jetzt habe ich ja 0,1.
Also wir sehen jetzt wieder von unten aus der Bezug hier, dass der Markt hier wieder ein Stück höher will. Mal gucken jetzt mit neuer 5-Minuten-Kerze. Also wir haben jetzt nur eine Konsolidierung, da wollte ich vorhin drauf hinaus. Im 5-Minuten-Chart, ich mache das hier mal aus, dass die Pfeile da jetzt nicht so stören. Gehen wir jetzt mal auf den 5-Minuten-Chart hier. So, wir haben jetzt hier nur eine Konsolidierung und die Konsolidierung, wie ich es gerade eben auch im 1-Minuten-Chart gesagt habe, was ist jetzt los? Da hättest du wahrscheinlich noch andere Trader. Wartet, ich erkläre das mal kurz fertig. Also, es kann sein, wir haben noch nicht mal das Hoch dieser 1-5 Minuten rausgenommen. So, die Kerzen haben nur bis jetzt hier drinnen geschlossen und was halt fehlt für einen Rücksetzer wäre ja mal, dass der Markt jetzt so ein Hoch rausnimmt, damit wir dann halt höher steigen können und dann vielleicht von weiter oben wieder runterfallen. Und selbst das hat der Markt nicht mal hingekriegt. Nach über 200 Punkten ist die Konsolidierung auf 5-Minuten-Basis halt so tief, ja. So, wir sind jetzt hier rausgeflogen mit recht hoher Wahrscheinlichkeit, weil wahrscheinlich irgendwo noch ein Chart hier aktiv ist. Oh, jetzt hat sich hier mein ganzes Bild hier verrückt. Okay, der hat das Layout nicht gespeichert. Von daher, schade. Na gut. Gut, jetzt kommt diese Eindeckungskerze. Ich weiß nicht, warum der Trade halt rausgeflogen ist. Also ein bisschen schade. 2020. War der SL getroffen? Ja, gut. Ja, gut, jetzt kommt aber das erste Mal zumindest jetzt diese, zum ersten Mal jetzt diese, die Umkehr. Ja, das sind jetzt mit neuer 5-Minuten-Kerze ging es jetzt hier los. Ja, das ist diese Eindeckungskerze. Ja. Wo jetzt, aber ich denke, oder ich hoffe, auch wenn ich jetzt das hier nicht gehandelt habe, wichtig ist, vielleicht zu versuchen, diese Story dahinter aufzunehmen und zu sehen, wie der Markt hier angefangen hat. Also hier nochmal das neue Tief, denn diese erste aggressive Eindeckung und dann hier angefangen hat, diese Tiefs zu kaufen, wo der Markt halt konsolidiert. Klar ist, der kann immer noch mal eine Etage tiefer fallen. Und wenn es halt nicht passiert, irgendwann kommt dann genau dieser Eindeckungskerz. Und das ist halt, das wäre jetzt natürlich schön gewesen, wenn wir jetzt rein für die Optik hier noch einen Trade drinne gehabt hätten, damit man sieht, wie das CAV denn ausschaut. Nämlich sieht dann mit diesen 2 Minuten sieht es halt richtig gut aus. Ja. Und es kann aber trotzdem sein, dass der Markt diese wieder abverkauft. Also wenn wir uns jetzt hier dahinter liegen, den Trend angucken, ja, dann wäre halt hier in dem Bereich nochmal ein Hochpunkt. Den könnt ihr jetzt auch nochmal anlaufen. Ja, und dann wäre immer noch Trend. Das wäre hier oben, das wäre noch ein interessantes Level, genau mit Beginn der Stunde, der neuen Stunde. Denkt dran, was ich auch mal gesagt hatte, dass vielleicht diese Stunde hier schlussendlich vielleicht sogar, also da muss der Markt natürlich schon stark steigen, aber stellt euch mal vor, um 16:45 Uhr steht der Markt so Richtung 12.040. Ja, wie sieht dann die Stundenkerze aus? Ich mache es mal jetzt so oben drauf. Ja, es ist halt schade, dass der das Layout hier nicht gespeichert hat, aber ja, also das sich einfach vorzustellen, das Tief, was ich hier eingezeichnet habe, die 12.015, ist auch das Tief der letzten Stunde. Und wir haben diese Stunde angefangen, ohne ein Docht, Kerze ohne Docht, auch gern gesehenes Ziel immer mal wieder, falls eine Erholung kommt. Also das war sozusagen jetzt mal die Erklärung der Read auf dem Markt, wenn ihr euch da so reinfuchsen könnt. Ja, jetzt habe ich natürlich das Problem, wie fange ich jetzt hier wieder an? Das heißt, ich müsste jetzt hier unten im unteren Drittel der Minute gucken, dass ich reinkomme. Ich möchte da auch nicht so weit oben reingehen, weil auch diese Kerze hier immerhin ja, 30 Punkte lang. Also wenn ich jetzt da oben reingehe, dann muss ich hier einen Stop setzen von 60 Punkte und das ist mir dann auch schon wieder too much. Ist jetzt bei der Volatilität okay, wenn der Markt sich wirklich deutlich erholen sollte. So, ich mache mal jetzt hier auf der rechten Seite meistens einfach groß, habt jetzt hier den Stundenchart und ja. Und da sieht man jetzt, wie sich die Stunde hier entwickelt und man kann sich ganz gut vorstellen, wie das dann aussieht, wenn die Stunde noch am besten halt über dem Tief der letzten Stunde denn schließen sollte. Ja, und dann auf einmal sieht alles schon gar nicht mehr so schlimm aus. Ja, das ist halt die Kombination denn der Zeitebene. Ja. Aber jetzt bin ich leider nicht nochmal reingekommen. Ja. Ja, schade. Aber die Erklärung, was dahinter steht, denke ich, ist auch viel wichtiger, ob ich jetzt den Trade gemacht habe oder nicht. Ja.
Also vor allem dieses schnelle zu sehen, diese Reaktion. Und wie gesagt, das ist aber auch nur der erste Anstieg. Mehr ist es nicht. Ja, also hier würde ich nach oben hin auch mal gucken, das, was ich kriege, kriege ich und würde auch dann den Markt wieder verlassen. Ja. Wenn man es per Stop-Loss nachzieht, dann ja, würde ich sogar die Stops hier fast über den 1-Minuten-Chart hier nachziehen, um mir jetzt auf der 58. Klar gibt man dann halt 40 Punkte wieder ab. Wer aber die Chance halt haben möchte, also die wenigsten Umkehrformationen laufen so ab. Gibt es immer wieder, stimme ich euch zu, gibt es immer wieder so und so. Ja, so ein V-Reversal, dann ist es schön, weil man ist unten drinne und kann dann sogar hier Stops nachziehen. Die meisten laufen aber so ab, vielleicht auch so wie heute, dass der Markt entweder immer noch mal sehr weit runterkommt oder vielleicht sogar noch mal ein neues Tief macht und dann halt erst steigt. Wir haben es ja vorhin in dem Chartbild gesehen, da hat der Markt dreimal ein neues Tief gemacht, bevor dann erst das Tagesreversal halt kam. Und deswegen, das weiß man nicht, deswegen würde ich erstmal an der Stelle erstmal anfangen mitzukriegen, was es geht. Wenn es halt möglich ist, denn später, wenn die nächste 5-Minuten-Kerze vielleicht noch höher schließt, dann würde ich es über der, so ein bisschen über den 5-Minuten-Chart darunter nachziehen. Und wenn man Glück hat und der Markt macht doch die dynamische Bewegung jetzt die nächsten 20 Minuten, dann ist alles cool. Ja, und wenn nicht, muss man halt überlegen, was gebe ich halt wieder ab. Also, falls ich noch drinne wäre, wäre ich jetzt gleich raus. Also bei 58, 60 wäre ich auf alle Fälle spätestens raus. Bin halt am Überlegen, ob wir halt wirklich jetzt hier den kleinen Mini-Trendwechsel bekommen und ob ich jetzt neu nochmal Long aufbaue. Also hier und dass der Markt hier anhält jetzt in dem Bereich und jetzt die zweite Welle aufwärts macht. Also hier so den hier macht. Jetzt muss ich halt überlegen, oder verkauft er diese lange Eindeckungskerze von 55 Punkte direkt? Jetzt könnte man es vielleicht ein bisschen anders lösen, indem wir diesmal warten, bis die Minute hier fertig ist. Also wir haben jetzt hier schnell diese Linie, das wäre die letzten Hochs, Test der Hochs. Und ich mache es jetzt so, ich gehe prozyklisch jetzt da rein. Das heißt, über dem Hoch setze ich einen Stop bei. Wenn der Markt da drüber kommt, dann lasse ich mich mitnehmen. Kann gefährlich sein, wenn der Markt nur das Hoch rausholt und direkt fällt. Hält er aber jetzt hier diesen unteren Bereich, dann, ja, dann ist es positiv. Ja. Also wir achten jetzt hier darauf, das ist für mich jetzt hier die Wechselstelle. Wenn der Markt das halt gut machen will, dann hält er bitte schön dort an und macht aus dem Widerstand eine Unterstützung. Also man kann auch hier unten überlegen, dass man da den Limit Buy halt reinlegt. Ne? Also so. Ja. Da muss man halt dann wirklich unterstellen, dass das das Tief halt ist. Und man muss aber unter Umständen halt in Kauf nehmen, dass man halt hier 45 Punkte gegen sich halt hat. Und da muss man halt sich die Frage stellen, kann ich mir das leisten, ja oder nein? Und das sind jetzt hier nur mit der Einpositionierung halt 120 Euro, ja, die man da ein Risiko hat, kommt noch eine zweite Position rein, geht das Risiko halt Richtung 200, 300 Euro. Wie gesagt, aber sowas muss man für sich halt vorher dann definieren. Für mich wäre es ganz cool, wenn jetzt um 16:35 Uhr die Kerze zumindest oben steht. Ja, und wie gesagt, wir hätten jetzt hier das Drittel und hier das untere Drittel, also ich halte das mal an. Ganz kurz nochmal. Also wir haben von der Kerze, von der Außenkerze das untere Drittel. So. Und von der 5-Minuten-Kerze, ja, und der 1-Minuten-Kerze hier wäre irgendwo hier so nochmal ein Entry. So, das wären dann drei Entries. So, das wäre jetzt halt antizyklisch sehr radikal. Vor allem sehr aggressiv, falls der Markt den hier macht. Ja, da habe ich ein Problem. Das muss halt für sich jetzt raus. Finden, warum hauten die Position immer ab? Was hat's denn da hier zerhauen? Ah, hier, da ist es. Alright. Passiver Modus. Okay. So. Da war noch ein aktives Chartfenster. Habe ich nicht gesehen. Gut, jetzt, ich klicke jetzt den einfach nochmal rein, weil der war ungefähr ja an ähnlicher Stelle gewesen. So. Okay, so jetzt haben wir schon 16:35 Uhr. Ich würde jetzt einfach mal, Zeit rennt ja dahin. Es war aber heute echt eine coole, also ich fand es eine schöne Kommentierung bis dato. Und vor allem hoffe ich, oder fand ich eigentlich, man konnte es gut lesen. Also ich für meinen Teil zumindest konnte den Chart rein von der Ausbildung der Kerzen bis jetzt ganz gut lesen. Das gelingt mir aber auch nicht jeden Tag so und nicht immer.
habe ich hier auch entsprechend den guten Read auf dem Markt. Aber heute war es gut, nicht zu aggressiv zu sein, ein bisschen abzuwarten. Und wie gesagt, wir haben ja, leider sind jetzt die anderen beiden Entries halt doof, aber wir haben zumindest hier unten, das ist halt rausgeflogen, durch den Fehler, weil noch ein anderes Chartfenster offen war. Sonst wäre zumindest hier unten der Trade, wäre einer hier oben. Aber wie gesagt, ist ja nur zu Demonstrationszwecken. Ja, so, und dass man hier unten das zumindest lesen kann, die Gefahr, darauf habe ich hingewiesen, dass der Markt auch weiter am Trend fallen kann, weil Nasdaq kann auch 400-500 Punkte am Stück fallen, haben wir alle schon erlebt. Ja. So, also ich finde es halt ganz spannend, wenn wir hier Richtung 12.000 wieder kommen, an das letzte Hoch und was die letzte halbe Stunde so macht. Ja, das wird schon spannend. So. Ja, jetzt, wir bräuchten hier oben nochmal diese Eindeckungs-, also wir bräuchten hier nochmal so eine lange Minutenkerze. Sonst wird es halt gleich anstrengend wieder. Naja. Gut, also hier das Hoch nicht geschafft, aktuell. Wichtig ist, dass man zumindest da unten grob weiß, was riskiert man hier für sich. Wie gesagt, ich kann jetzt nur für mein Risikoprofil sprechen, aber mein Risikoprofil liegt irgendwo bei 1.000 Euro am Tag Loss. Von daher sind das jetzt für mich hier so eher so Trades zu gucken, ob man in eine Position reinkommt und wenn es halt läuft, dann ist es okay. Wenn nicht, dann zu gucken, dass man halt hier nicht irgendwie einen großen Loss halt macht. Ne? Also ich habe irgendwie, jetzt habe ich hier unten das eigentlich ganz gut getroffen. Den nehme ich hier oben gleich mal mit, wenn es geht. Ja. Also das war jetzt ein schöner Entry. Mal sehen, wie die Minute jetzt hier wird. Wäre schön. Wenn die jetzt zurückkommen, würde ich den raustun und würde einfach nochmal neu dann wieder reingehen. Ja? Wenn der jetzt hier nicht rausfliegt. So, mal gucken. Ja, also der oberste, gut, der hat es mir jetzt so rausgetan. Der oberste ist plus minus 0 raus. Jetzt ist der unterste nur noch als Entry drin. Ja. Jetzt könnte man sogar hier überlegen, ob wir den untersten halt nochmal aufstocken. Da, wo wir es eh schon mal drin hatten, oder man lässt den dann hier unten dann, lässt man den dann da unten halt. Ja. Also wichtig wird für mich jetzt einfach werten, dass diese lange 5-Minuten-Kerze, also diese lange Kerze hier, dass die im besten Falle für uns antizyklische Trader nicht nochmal abverkauft wird. Das ist das, worauf ich jetzt eigentlich setze. Und das kann passieren, muss aber nicht. Ganz ehrlich, der kann das immer nochmal abverkaufen. Die Amis sind da schon auch, ich handle das Ding ja fast jeden Tag. Und ich kenne Kerzen, da ist der Markt hier 70 Punkte nach oben gelaufen, 60 Punkte und die nächste Kerze beginnt über dem Hoch und läuft halt 90 Punkte runter. Ja, da wird halt so eine Außenkerze halt auch einfach gnadenlos abgekauft. Ja. So, jetzt würde ich hier oben nochmal gleich noch ein bisschen Spielerei machen und gucken, dass wir hier oben noch was rauskriegen. Wir könnten hier mal gucken, dass wir die Limit Pullback vielleicht ein Mühe, neue Order, Limit Pullback machen wir so 3 Punkte Abstand. Das heißt, wenn der Markt das hier oben triggert, dann zieht ihr mir das mit dem Trading Stop von 3 Punkten nach. So, ich werde mich jetzt mal langsam drauf und dran machen, euch eure Fragen hier zu beantworten. Ja, der hier unten, der war echt schön getroffen hier. Also Unterstützung, Widerstand wird zur Unterstützung, auch ein ganz klassisches Konzept. Jetzt gucken wir mal hier, ob wir das hier mal treffen mit diesem Trading Stop mit den 3 Punkten. Mal gucken, ob wir das hier hinkriegen. Wäre natürlich mal cool, wenn der das mal zeigen würde, der Stereo Trader. Oder noch nicht getriggert. Gibt's doch nicht. Jetzt aber. So, jetzt zieht er das im Abstand von 3 Punkten nach. Und wenn er es halt schnell macht, so wie jetzt gerade, läuft das Ding halt so ein bisschen mit. Kommt jetzt, sobald der 3 Punkte zurückkommt, werden wir ausgestoppt. Aber jetzt sind wir, glaube ich, schon 1 Punkt besser, als wenn wir einfach nur rausgegangen wären. Wie gesagt, wenn es läuft, dann zieht das Ding halt einfach so schön mit. Ja, das ist dann schon nice. Ja, ist ein schöner Hüpfer. Jetzt haben wir schon ein paar Punkte mehr rausgeholt. Ja, und haben aber nichts riskiert. Das ist schon cool. Das ist schön. Das ist nice. Jo. So. Und so lange läuft die Order jetzt mit der Limit Pullback. Beste Funktion. Großen Dank an den Entwickler des Stereo Traders, Dirk Hilger. Und zack. Ja, das war doch schon mal wesentlich besser. Als wenn wir jetzt einfach hier rausgegangen wären am Hoch bei 98. Jetzt haben wir uns wie viele Punkte? Haben wir uns 21 Punkte mit der Position mehr geholt. Ja, gleich mal 10 Euro mehr als geplant, ne? Nur durch diesen kleinen. Und jetzt sind wir genau hier am Tief der letzten Stunde. Ja, das ist ja diese Linie hier. Und jetzt kommt die Eindeckung. Nice. Jawohl. So, und jetzt ist die Frage,
das hoch hier, ja, das hoch hier, ab da wird die Kerze für den rechten Chart weiß. Das ist natürlich schon brutal. Ja, das war jetzt schon mal cool gewesen, so. Ich würde jetzt trotzdem, weil, und er merkt das, ich bin jetzt auch ein Typ, so, ich habe jetzt die Hälfte hier rausgehauen, also noch ein Market, die unten sind nicht reingegangen. Wow, ja, nice. Schönes Ding. So, dann kommt hier oben noch mal einmal rein, zack, vielleicht squeeze noch mal ein Stück weiter und vielleicht nimmt es uns noch mal ein bisschen mit. Ein Pünktchen, wenn nicht, fliegen wir gleich raus, komm. Ja, hopp, hopp, hopp. Na, schöne Eindeckung, zack, auch noch mal raus und nach mir die Sinnflut. Also, richtig gut aufgegangen. Und das sozusagen Beginn, die ganze Story beginnt mit der Kerze. Ja. Diese ganze Story beginnt mit dieser Kerze. Das Halten dieser Kerze ist sozusagen der Ursprung der Umkehrbewegung. Diese Kerze wurde gar nicht mehr erreicht, die zwei Eindeckungen, und dieser hat sehr gut Widerstand, wird zur Unterstützung auf kleinstmöglichen Raum. Ist nicht immer erfolgreich, in dem Falle war es erfolgreich, also dieser Widerstand wurde zur Unterstützung und ich habe sozusagen, wenn man so will, das Limit da unten getroffen. Ja, also wenn man jetzt hier, ich mache das hier mal aus, zack, machen wir jetzt den 5-Minuten-Chart an und dann sieht man mal, wo ich den Entry getroffen habe, das Tief der 5-Minuten-Kerze getroffen, unter dem Tief der 5-Minuten-Kerze ist natürlich dann schon schick. So, und jetzt ist die Kerze auf einmal weiß. Und wir haben mit dem antizyklischen Trading, wir sind leider jetzt von ganz unten, also nicht von hier unten nicht mitgekommen, aber wir haben zumindest noch greifen können, das Ganze. Ja. Ja. Schön, wenn es so klappt. Ja. So, was sind wir jetzt in dem Trade drinne? Das kann man sich hier angucken. Also in dem Trade mit zwei CFDs 123 Euro. Jetzt hier in dem Trade drinne. Und ja, ansonsten wer sowas nicht, das hier nicht anmacht, der kann hier über, kann man hier oben links sieht das auch, da oben die aktuelle die P&L des Gesamttrades, also aller Teilverkäufe, die wir bis jetzt geleistet haben. Ja, und jetzt, ja, was würde ich jetzt noch machen? Als nächstes als Fibo mal anlegen, und zwar mache ich jetzt Folgendes. Viele legen das Fibo ja so an, so. Ja, also das ist, glaube ich, 90%, wenn ich jetzt frage, wie würdet ihr das Fibo anlegen? Ich lege das Fibo zum Beispiel dann nur so an, so. Und sage, okay, das hier wären 38% Korrektur der vorhergehenden Stundenkerze, auch wenn der Markt schon vorher so überschossen hat. Aber es funktioniert. Ihr könnt ja mal gucken, wenn ihr sowas nur an die Stunde anlegt und auf die Korrektur schaut, treffen die Fibos manchmal besser. Also das ist halt auch nur so ein Gefühl, aber dann würde ich zum Beispiel mein nächstes Limit da oben hinlegen, ne? So. Also, weil jemand gerade noch gefragt hat, was waren das jetzt? Das sind die Short-Eindeckungen der Bewegung davor. Ja, und doch ohne großes Gezeter diesmal. Also diesmal schon eher so weit, eher nur runter und nur hoch. Bis jetzt. Ja, also 15 Minuten seitwärts geeiert und jetzt schon relativ Druck dahinter. Und das kann natürlich sein, dass jemand hergeht und einfach am Tief, also Short-Eindeckungen, und es hier Leute gibt, die einfach sagen, also wenn ich kaufen will, Jungs, und ich möchte so tief wie möglich kaufen, wo kaufe ich denn? Also ich meine, es gibt ja spekulative Trader auch bei institutionellen, also die sind ja genauso auch spekulativ, aber ganz ehrlich, wenn ihr mir eine Frage stellt, wenn ich einen Markt nach so viel, also wenn ich kaufen möchte, ist die Frage, kaufe ich hier oben einen Long oder probiere es hier unten, wo ich der Erste bin vielleicht. Das muss nicht aufgehen, aber wenn es schon so läuft wie jetzt gerade, kann das ein Indiz sein, wenn der ein bisschen größer ist und der seine Position behalten kann und euch mal vorstellt, wenn der Markt heute einen Tagesreversal im Turnaround Tuesday macht und dann vielleicht noch das Hoch vom Freitag, wie den sein Chance-Risikoprofil aussieht. Selbst wenn der sagt, ich habe jetzt immer noch 1% Stop-Loss, also oder 2% vom Markt, ja, wenn die ja ungehebelt handeln, ja, das heißt, das ist denen sein Stop-Loss, aber was kann denn denen seine Chance vielleicht sein? Man kann bis hierhin gehen, kann bis dahin gehen, weiß nicht, kann bis dahin gehen, keine Ahnung wohin. Ja, aber das Chance-Risikoprofil sieht ja für den Trader, für den, der antizyklisch handelt, ja erstmal gut aus. Für den, der prozyklisch handelt, ist es halt, wäre es jetzt,
wir machen nochmal kurz das, was wir heute behandelt haben. Wer am Tief hier Trendgucker war, also Short geguckt hat, ja, der hat seinen Stop-Loss da drüber. Klar, wenn der Markt so weit jetzt nicht steigt, dann ist den sein Trade auch noch safe. Aber das ist ja bekannt. Der Stop-Loss ist ja bekannt, nämlich über dem Hoch. Und dann muss man halt überlegen, hat der Markt es bis jetzt geschafft oder schafft er es in Zukunft, genau diese Strecke noch nach unten zu fallen? Und wenn man diese Frage verneint oder man sieht, wie oft der Markt das verneint, ja, dann sieht man, okay, man muss dann überlegen, wenn man in den Trend handelt, muss man halt dann höher rein. Wie gesagt, die Stunde ist noch nicht rum und da kann auch viel passieren. Ja, und jetzt kann man den Trade, den Rest, ey, da könnt ihr machen, was ihr wollt mit so einem Teil. Das ist jetzt nur noch die Frage über die Höhe des Gewinns. Ihr könnt versuchen, das Ding halt komplett als Reversal bis zum Ausgangspunkt ans Tageshoch zu handeln. Wie gesagt, hier vorne, das waren zwei Trades, habe ich geguckt, ob die Plattform alles funktioniert, wie ich es eingestellt habe. Ja, und ja, aber das sieht schon geil aus. Hier unten am Team der 5-Minuten-Kerze den Long zu haben, das finde ich immer cool. Also da reinzugehen, wo keiner in der 5-Minuten-Kerze gefühlt hat, reingeht. Es ist natürlich genauso doof, wenn jetzt nämlich Folgendes passiert. Das passiert auch oft genug, gehört auch dazu. Nämlich, wenn ich jetzt hier ausgestoppt werde und danach geht der Markt halt wieder nach oben, das ist halt echt so eine Krux, wo man sagt, hier bin ich, war es mein Entry am Tief der 5-Minuten-Kerze, hier ist es mein Stop-Loss. Und ja, da muss man halt immer überlegen, also ist es der Einstieg oder der Ausstieg, aber wenn ich halt mein Stop-Loss hier nachziehe im 5-Minuten-Chart, dann kommt der halt für mich dahin. So, und wenn ich halt ausgestoppt werde, dann ist es so. Ja. Gut. Den Trade habe ich auch gerade mitgemacht, vielen Dank. Welchen Markt handelst du mit deinem Stil sicherer, Dow oder Nasdaq? Nasdaq. Nicht sicherer, ist Quatsch. Ich handle zurzeit nur den Nasdaq. Ich habe 10 Jahre lang den Dow gehandelt oder 15 Jahre lang. Ich bin nicht mehr klargekommen auf dem Markt. Habe mir eine neue Herausforderung gesucht und bin im Nasdaq fündig geworden. Und ja, klar, der Nasdaq hat auch Tage, die total grottig sind. Ja, aber da quäle ich mich dann durch und die sind für mich gefühlt seltener gewesen als im Dow. Also ich habe irgendwann nicht mehr gewusst, wie ich den Dow zu nehmen habe. Andere können das viel, viel besser. Ja, und ich weiß nicht, bin mit dem Markt auf irgendeine Art und Weise nicht mehr klargekommen. Ich habe auch meine Gewinntage gehabt, gar kein Thema. Das Problem war nur, dass meine Verlusttage halt in der Verteilung zu hoch waren und dann halt häufiger wurden. Und das führt dann dazu, dass man sich dann die Frage irgendwann stellt, wer seine Trades auswertet regelmäßig, stellt man sich ja dann irgendwann die Frage, so Heiko, entweder lernst du neue Dinge, obwohl mit dem Nasdaq-Trading habe ich auch neue Dinge gelernt für mich, wenn man den Markt intensiv auswertet, lernt man automatisch und versucht sich in diese Struktur des Marktes einzugraben. Das, was ich euch ja gerade eben, den ganzen Verlauf, den ich euch erklärt habe, kommt ja nur aufgrund der Erfahrungen, die man tagtäglich mit dem Markt macht. Ja, und ich habe dann einfach den Markt gewechselt, habe gesagt, okay, alles neu lernen will ich nicht oder das, was ich kann, funktioniert in dem Dow nicht mehr. Also das, so wie ich handle oder handeln möchte oder gehandelt habe, 20 Jahre bis dahin oder 15 Jahre, funktioniert halt nicht mehr. Also war der Markt dann für mich tot. Und deswegen gibt es nur noch zwei Märkte, die ich zurzeit handle, ist der Dow und der DAX. Der Nasdaq und der DAX. So, jetzt gucke ich mal, ich scroll mal kurz, ich gehe mal kurz zu Twitch rüber. So, dann. Jemand hat gesagt, ich gehe mal ganz kurz zu den Twitch-Kanal rüber. Ich lese mal ganz kurz, ich bin mal so ein paar Sekunden leise. 30 Punkte Long mit einmal mitgenommen, aus, die letzte Stunde mit Heiko Behrendt hat sich sehr gelohnt. Vielen Dank. Ja, freut mich doch. Broker JFD, für die Twitch-Leute, Andreas stellt ja von seinen JFD-Broker immer was rein, also da kann er den ja auch nutzen. So, dann eine Frage. Also eine Frage ist, ich weiß noch nicht, was genau du handelst, aber wie schnell kann man in der Software auf den Markt reagieren? Also sag mal so, im Millisekundenbereich, ich kann hier zum Beispiel eine Software anmachen oder noch eine Unterstützung anmachen, wo ich sage, bitte mit neuer eröffneter Kerze eröffne mir ein Trade
das ist schon natürlich sehr, sehr schnell, weil die Automation dahinter macht das im Millisekundenbereich. Also aktuell ist hier die Verzögerung 35 Millisekunden. Ja, ich mache das jetzt einfach mal gucken, ob's geht. Ja, und sobald jetzt die Kerze hier den so zack, und jetzt hat er keinen Trade eröffnet. Hat er einen Trade eröffnet? Ja, hat einen eröffnet, ja. Mit Beginn neuer 5-Minuten-Kerze habe ich den gesagt, eröffne einen neuen Trade, und zack, macht er das. Ja, da muss ich nicht auf die Uhr gucken, macht halt einfach, kann hier oben rausgehen und 5 Punkte verdient oder so, keine Ahnung was. Ja. Also das kann die Software als unterstützen ganz gut. Ja. Ihr habt auch die Stop-Verschiebung gesehen, die geht auch ganz schnell. Und ja, genau, also das ist eine Möglichkeit, aber, und das muss man sagen, wir sind auf alle Fälle ganz viel, viel langsamer als das, was man hier in dem Orderflow sieht. Also der CFD ist definitiv langsamer als das, was wir hier sehen. Also ja, also wenn ihr hier mal schaut, wie die Zahlen, also die gelben Zahlen springen, so schnell springt der CFD halt nicht. Und in dem Millisekundenbereich, also wenn ihr mal auf die versucht, die gelben Zahlen, auf die gelbe Zahl zu fokussieren, ja, dann seht ihr, wie schnell das. Ich halte mal kurz an. Wahrscheinlich jetzt gerade in der Sekunde ging das hier dreimal hier so hin und her, einmal zurück. Ja, da sind die Algos viel, viel schneller. Ja, das kriegen wir nicht hin. Ja, also. Ja, und jeder Sprung hier von einem Punkt zum nächsten, also jetzt hier gerade ging es von 81 oder von 85 runter auf 82 runter auf 78 und wieder hoch auf 81. Und wahrscheinlich so schnell, das hat man jetzt gar nicht wirklich gesehen. Ja. Aber schöne Eindeckung, wirklich genial. Genial. Eigentlich haben die Amis genau das Umgedrehte gemacht, was der DAX heute früh gemacht hat. Ja. Klar, die Abverkauf war ein bisschen länger mit 40 Minuten, aber schöne Eindeckung. Wir sind jetzt im Gesamttrade bei 146. Jetzt können wir den Stop hier ein bisschen nachziehen. Tick. So, dann. So, ich gehe nochmal zu Twitch kurz rüber, dann mache ich noch hier ein paar Fragen. Also ich lasse das hier einfach so laufen und werde nochmal ein paar Fragen beantworten. Würde da nie kaufen. Und das ist natürlich, ich habe KP88, hat gesagt, er würde da nie kaufen. Wahrscheinlich war das vorhin, wo der Markt runter ist, gegangen ist. Und jetzt sieht man ja, und das ist das Interessante. Also wenn man da nie kaufen würde und man sieht, dass der Markt jetzt das daraus gemacht hat, und du siehst das öfters, und das gilt für jeden, der hier dabei ist. Also wer das Bild natürlich, jetzt kennen wir das Bild, und das ist ja das Schöne auch im Trading. Jetzt wissen wir, wie das Bild ausschaut, aber wer hier an der Stelle sagt, ich kann mir das niemals vorstellen, dass der Markt jemals nach oben steigt. Und wenn er jetzt daraufhin auf diesen Gedanken natürlich auch noch short ist und dann sieht, dass der Markt nur steigt, dann muss man einen Schritt zurückgehen und sagen, wie kann das sein? Und dafür wäre vielleicht gut, das Verständnis zu lernen, wie Märkte aufgebaut sind, warum, was, wie passiert. Und wenn man so eine Denkweise hat und das auch sieht, wie sich das aufbaut, also das, was ich erklärt habe, das ist ja Schöne ist, das ist ja alles auf Video. Und man sieht das dann kommt man vielleicht auch dahinter, warum der Markt, nachdem er so stark gefallen ist, das wird nicht an jedem Tag passieren, aber warum er überhaupt so steigt. Und wie gesagt, ich war früher als junger Trader auch immer wieder verwundert, wie das sein kann, wie andere in so einem Markt halt long gehen können. Und dann passiert das auch noch so. Ja. Es hat nichts mit Hexerei zu tun. Ja, hat nichts mit Hexerei zu tun. Ist halt ein ganz normaler Aufbau von einem Markt, von Angebot, Nachfrage, Leute, die investiert sind, Leute, die nicht investiert sind, Leute, die rein wollen, Leute, die raus müssen. Das ist eigentlich immer ähnlich. Ne? Und ihr werdet sehen, und das wird das Schöne jetzt sein. Jetzt versetzt euch doch mal in die Lage. Jetzt versetzt euch mal genau in diese Lage, wenn ihr jetzt auch short positioniert seid und ihr seht, dass der Markt jetzt mit einer gewissen Dynamik nach oben steigt. Was würde das auslösen? Egal von wo aus ihr jetzt so short positioniert seid oder wenn ihr gerade vielleicht zum Handelsstart short wart und plötzlich kommt der Markt von so einem Tief aus hier einfach nach oben und steigt und steigt und steigt. Und man kennt das ja auch selber. Ich meine, ich versuche auch immer mal einen Trade halt laufen zu lassen und dann denkt man sich, ach komm, Markt, ey, warum musst du nochmal so hoch gehen? Ja, und ja, am Ende wird man ja gezwungen zu reagieren oder zu agieren.
Ja, entweder durch seinen Stop-Loss oder weil der Gewinn wieder sich in Luft auflöst. Ja, und wenn das eine gewisse Dynamik hat, die sich jetzt noch nicht entfaltet hat, wir sind noch lange nicht an dem Punkt, wo sich das nach oben entfaltet, also so entfaltet, dass es für viele schmerzlich ist. Aber für die ersten ist es schon schmerzlich. Und die ersten, die auch da gekauft haben, die sind schön im Vorteil. Die sind aber auch die, die natürlich dann schnell wieder raus müssen. Also wenn vielleicht, ich sage jetzt mal, in 2 Stunden der Markt wieder hier unten steht, ja, dann kommen die Long Trader, die es als erstes probiert haben, ja, die müssen dann halt hier raus und ziehen dann den Markt wieder nach unten, wenn sie ihre Position hier wieder verkaufen müssen, ja. Aber das ist halt einfach interessant, dass man sagt, zu dem Zeitpunkt X kann ich mir nicht vorstellen, dass der Markt steigt und dann sieht man, dass er steigt, dass man dann überlegt, kann man sowas rausbekommen oder wie kann ich es rausbekommen? Und vor allem, weil dieser Gedanke ja auch dazu führt, also wie gesagt, das war jetzt nur eine Person, ich spreche aber für jeden Trader, dass am Ende ja diese Gedanken später zu unseren Trades führen. Ich sage am Ende ist, der Trade, der Klick ist ja am Ende der geistige August. Der geistige Erguss aus unserer Gedankenwelt und unserer Vorstellungskraft und unserer Erfahrung. Ja. Und daraus entsteht ja der Trade. Ja. So. Vielen Dank. Mir persönlich ging es zu schnell, das Gesagte zu verfolgen. Dafür gibt es ja dann das Video, da kann man sich das noch 2, 3 Mal anschauen. Genau. Ja, Gewinne an einem guten Tag. Also, wie gesagt, sind da halt um ein Vielfaches höher. Oder sollten logischerweise sein. Also wenn ich 1000 Euro Loss am Tag habe, dann sollte ein Gewinntag auch entsprechend halt höher sein. Ja. Also mein größter Verlusttag ist oberhalb von 50.000 Euro und mein größter Verlusttag ist darunter. Das ist halt das, was halt wichtig ist. Also, was ich empfehlen kann, ich habe eine Tabelle, eine Excel-Tabelle. Das kann ich jedem nur empfehlen, um zu wissen, ob man profitabel ist oder nicht. Ganz einfaches Mittel und finde ich immer wieder gut. Hatte ich jetzt auch erst wieder der Tag in einem Coaching gehabt. Ihr habt eine Excel-Tabelle und ihr macht Folgendes. Ihr tut auf der einen Seite eure ganzen Verlust-Trades von der Größe aus runterordnen. Also, das heißt, hier oben ist der größte Gewinn-Trade. Ja, und es wird immer kleiner, die Gewinntrades, ne? Also sortiert die Gewinne und dann sortiert ihr eure Verluste, dann habt ihr hier den größten Verlusttrade und dann hier kleiner, so immer so. Und wenn jetzt der größte, das ist auch egal, die Summe spielt ja am Ende gar keine Rolle. Wenn der größte bei euch halt 10 Euro ist, größter Gewinn, dann wäre es halt cool oder dann solltet ihr es halt hinbekommen, dass der größte Verlusttrade halt nur 9 Euro ist oder 8, sag ich jetzt mal, ne? Und wenn dieses Verhältnis immer gewährleistet ist, immer gleich ist, auf gleicher Ebene gibt es immer einen größeren Gewinn zu einem Verlust, dann seid ihr automatisch profitabel. Und jetzt, wenn ihr zum Beispiel hier oben steht, jetzt der größte Verlusttrade ist 20 Euro oder 200 oder 2000 oder was auch immer ihr wollt oder 20 Punkte und der größte Gewinn war bis dato 10 Punkte, dann habt ihr einen Ansporn, so vielleicht wie jetzt in so einer Situation zu sagen, 61 Euro wären jetzt ja 120 Punkte, ne? So, und das wäre natürlich cool, wenn ich jetzt sagen könnte, diese 120 Punkte, wenn die oder nur einen Trade mit 60 Punkte würden hier als größter Gewinn stehen, so 60 Punkte. Ja, und das heißt, ihr seid motiviert, auch diese minus 20 Punkte zu versuchen, wenn der Markt es euch hergibt, auch zu sagen, ah, ich mache jetzt nicht einfach zu mit plus 5 Punkten, sondern zu sagen, ich brauche halt rein von der Statistik, damit ich profitabel werde, brauche ich halt ein einziger Gewinntrade muss größer sein als mein größter Verlust. That's it. Ja. Ja, und das könnt ihr relativ einfach organisieren. Ja, ihr müsst euch die Tabelle runterladen, also die Trades runterladen. Oh, ein schönes V-Reversal. Turnaround Tuesday. Hallo. Wahnsinn. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. So. Also, das eine Empfehlung noch von meiner Seite. So, jetzt geht es hier noch ein bisschen runter bei Twitch noch ein bisschen. Heiko, danke für die gute Erklärung. Besten Dank, besten Dank, besten Dank. Sehr gut. Vielen Dank, Heiko. Ich habe den Schwenk leider nicht im Live-Trading erwischt. Ja, das passiert halt auch. Ja. Nee, nee, nee. Twitch-Kanal kommt bei mir nicht. Maximal komme ich bei Andreas zu Besuch. Ich hab 8 Jahre lang Live-Trading gehabt, dreimal die Woche für viele Stunden.
Bin durch. So. Gut, also wirklich ein schönes Reversal. Ich hätte es nicht gedacht. Also wirklich, das ist echt mein Trade für die Galerie, an so einem Tief den Long zu haben und der Markt, der so konstant so nach oben dreht, passiert halt wirklich selten. Also man kann das im Management dann noch vervielfältigen. Wir hätten hier so viel noch Managementmöglichkeiten gehabt, um auch sogar hier innerhalb des Trades ohne mega Risiken neue Trades aufzubauen. Lasst mich doch mal kurz gucken, was hier nach dieser langen Kerze passiert ist. Oh, ja, unteres Drittel. Wäre noch mal gut gekommen. Unteres Drittel. Also wenn man hier in diesen beiden Phasen, also hier gucke ich immer, dass ich die Trades halt reinkriege. Also hier sowas. Also am allerbesten, am allerliebsten ist mir eigentlich hier. Das ist eigentlich mir der liebste Bereich. Ja, also könnt ihr als, gebe ich euch mit, nutzt das, wenn ihr so eine Außenkerzen seht. Und ihr seht das ja, der Markt, der dreht das so. Der lässt euch da, wenn ihr da verkehrt positioniert seid, lässt er euch nicht mehr raus und dann kommt der nächste Plop. Also wenn ihr hier antizyklisch einfach denkt, oder anders ausgedrückt, falls ihr antizyklisch hier drinne seid, weil ihr der Meinung seid, ah ja, der hat ja hier das letzte Hoch rausgenommen, ich mache jetzt mal einen Short. Könnt ihr machen. Wichtig ist, ihr seht davor die Außenkerze, dann achtet darauf, haut euch das Fibo rein und dann müsst ihr gucken, weil ihr müsst wollen oder euer Trade muss ja logischerweise diese Außenkerzen nach unten brechen. Und wenn ihr das, wenn ihr nicht zu emotional seid und ihr seht, dass der Markt jetzt da unten nicht durchgeht, dann muss man sagen, okay, ich gebe halt auf. Oder ich ziehe auf alle Fälle meinen Stop hier plus minus null oder was auch immer. Ich gebe auf. Erst wenn der Markt das hier rausnimmt, weil ich weiß, im Nasdaq zumindest, ich kann jetzt nur für Nasdaq sprechen, ist es öfter so, dass diese Außenkerzen einfach nicht durchgehandelt werden. Und wenn der einfach höher schnippt, bin ich mit meinem antizyklischen Short verkehrt drin, that's it. Also ich mache das auch so. Also zum Beispiel hätte es ja auch sein können, mal zum Beispiel, ich gehe jetzt hier Short, wo ich der Meinung bin, das war's mit der Eindeckung. So. Dann sage ich mir, okay, alles klar, ich weiß, der muss hier unten durch. Und dann sitze ich halt da und dann denke ich mir, okay, einmal, fuck, nicht geschafft. Zweimal, nicht geschafft, okay. Ich muss aufpassen, wenn der hier durchrennt, okay, was mache ich? Maximum Stop? Oder gehe ich halt raus und sage, ja, und such mir halt später eine neue Baustelle. Okay. Oh, jetzt sind wir ausgestoppt. So. Ja, schönes Ding. Gut, dann. Ja, ich fand es auch echt spannend. Wirklich spannend. Spannender Markt. Was auch interessant ist, da bin ich mal gespannt, ob der SL jetzt wirklich ein Stop ist, der halt der letzte Stop war. Ja. Wie gesagt. Oder ob es ein guter Stop war. Das wird jetzt nochmal spannend werden. Ich habe jetzt nicht auf, ja gut, im 5-Minuten-Chart, ja, genau das Thema, ne? Das, was vorhin bei uns der Einstieg war, ist jetzt mein Stop und zwar, das ist halt auch faszinierend. Wenn man sagt, du musst den Stop, das ist zum Beispiel eine Baustelle für mich. Stellt euch mal jetzt vor, muss mal ganz kurz nochmal die Gedanken hier abwenden. Stellt euch mal vor, jetzt die nächste Kerze sieht so aus. Dann denkt man sich, na toll, hier ganz knapp ausgestoppt. Und das, wenn ihr also eure Trades auswertet, was ja jeder macht oder machen sollte, ich gehe davon aus, jeder vernünftige Trader macht das anständig, dann seht ihr das. Und wenn ihr das so drei, vier Mal gesehen habt, dann müsst ihr eigentlich sagen, okay, lasst doch den Stop da unten hängen. Und hier wäre eigentlich ein neuer Entry. Ja. Und das ist halt schon auch manchmal, wo ich mir denke, okay, das, was genau dein Ausstiegsgrund hier ist, ist genau hier unten dein Einstiegsgrund. Warum ist es jetzt für dich ein Ausstiegsgrund und nicht irgendwo hier in der Kerze drinne? Machst das so und steig doch da unten halt nochmal neu ein, wenn das Thema so durchgeht. Immer wieder interessant. Ja. Aber wird sich dann zeigen, ob es jetzt wirklich ein schlechter Ausstiegsgrund war, da unten oder nicht. Das wird sich dann in der Folge dann zeigen. So, warte, ich gehe jetzt gleich auf die anderen Fragen hier noch ein. Genau, Video auf meinem YouTube-Kanal. Halt, ich zeige euch noch mal kurz. Ah, da war ich ja wieder. So, YouTuber. Mein Kanal. So, schauen wir uns das hier nochmal an.
Mein Name ist Heiko Bern, das weiß ich. So, da habt ihr dann hier unten die JFD Broker monatliche Webinare, geht zurück. Keine Ahnung, bis wohin. Ja, ganz weit zurück. Also alle wiedergeben. Können wir gucken. Also, bis zum Jahr 2016. Ja, also seit 2016, einmal im Monat. Weil das vorhin die Frage war. Genau. Und ja, August ist auch drin. Timestamps sind drin. Ja, die Timestamps sind hier entsprechend drin. Genau. Und da kann man sich das dann angucken, dahin gehen und das sich alles anschauen. Gut, dann kommen wir jetzt mal noch hier zu dem zum Webinar. Servus Heiko, Servus Heiko, bin zum ersten Mal hier. Hältst du das Webinar jeden Dienstag? Nein, nur immer der erste Dienstag eines neuen Monats. Und jetzt, wenn ich auf mein Zettelchen gucke, im Oktober wäre der erste Dienstag im neuen Monat wäre dann der 4.10. Nach dem Feiertag. Nach dem 3.10. So, wie kann man denn die Kontohistorie in eine Excel-Tabelle laden? Das machen wir vielleicht am Ende nochmal. Letzte Frage, hattest du den Freitagsmove gehandelt, 18 bis 20 Uhr Abverkauf? Nö, da war ich schon längst beim Italiener, beim Abendessen. Also, ich halte es am Freitag so ein bisschen mit dem Spruch, Freitag ab 1 macht jeder seins. Ich hatte auch Freitag noch was anderes zu tun und wir haben uns mit Freunden getroffen. Und deswegen, also das geht auf alle Fälle vor. Ja, für mich ist es auch so, vielleicht wenn man jetzt noch zu 100% Händler ist, aber selbst da ist es auch so, Freitage sind bei mir ganz ehrlich Tage, an denen ich selber sehr auch als Vollberuf, also wo ich noch voller Händler war und noch nicht in der Öffentlichkeit stand, wie jetzt auch der Andreas, war ja auch früher, mit dem habe ich ja früher schon viel gehandelt, dass einfach Freitag, na, meine Auswertung gezeigt haben, Freitage sind immer die Katastrophentage. Also meine beiden größten Verlusttage, die ich hatte, habe ich jeweils am Freitag gemacht. Und das waren Verlusttage oberhalb von 10.000 Euro. Und da hatte ich dann keinen Bock mehr drauf, weil ins Wochenende zu gehen mit so einem großen Verlust, weil an einem Freitag gibt es auch so den Ausspruch Crazy Friday. Also stellt euch vor, ihr wart halt am Freitag long und oder ihr wart vielleicht Short gewesen und der Markt steigt die ganze Zeit und dann seht ihr, dann steigt ihr aus eurem Short aus, irgendwie 17 Uhr und dann ab 18 Uhr fällt der Markt runter und ihr habt einen großen Verlust realisiert. Ah, da würde ich schon mal die Tastatur zerschlagen. Auf der anderen Seite, ihr seid long und ab 18 Uhr fällt der Markt, dann rastet man wahrscheinlich auch aus. Und für mich war es, also bei solchen Freitagen gab es manchmal Bewegungen, die man sich nicht vorstellen kann. Und wenn man das versucht, dann, ja, damals auch mit einem Risiko immer über die Stränge geschlagen, aber wenn man das einfach feststellt, dass so ein langes Wochenende und man nimmt diesen Verlust mit ins Wochenende, dass das einfach nicht gesund ist, also für mich war es nicht gesund, dass man dann auch Freitag wenig handelt oder gar nicht handelt. Aber das müsst ihr für euch ja auch rausfinden. Ja. Guck mal hier, wie schlecht der Exit war. Der Exit war ein neuer Entry. Also es könnt ihr eigentlich auch mal gucken, wie oft euer Exit möglicherweise ein neuer Entry gewesen wäre. Auch mal ganz interessante Betrachtungsweise, wenn ihr euch hier das so reinholt. So. Aber ich würde, und das ist vielleicht noch ein Unterschied wegen dem Freitagsmove. Ich glaube, viele Anfänger sagen sich so ein Mist, dass ich Freitag nicht davor war, weil ich habe das verpasst. Ganz ehrlich, wenn ihr euch hinsetzt und würdet mit einer Replay-Software euch den Freitag nochmal im Replay abspielen. Die Frage ist, hättet ihr wirklich sagen können, dass man die Freitagsbewegung wirklich trifft? Weil die lief ja schon so konsequent nach unten durch, dass man sich ja dann auch, dass wir genau dieses Problem eigentlich haben, wie wir es heute hatten, dass man mit einem Short ja immer erstmal nur Risiko hat. Man kann ja nicht wissen, dass der Markt 2 Stunden am Stück nur abverkauft. So, das heißt, wenn ich halt Short gehe und das läuft wie hier, dann muss ich hier unten Short reinhüpfen.
So wie heute, da muss ich unten Short reinhüpfen und zwingend darauf setzen, dass der Markt halt erst fällt, bevor er korrigiert. So. Und wenn man kein Einstiegssignal hatte, dann kann man erstens beruhigt sein, dass man halt den Trade verpasst hat. Und das hat mich dann immer beruhigt. Ich habe gesagt, okay, ich gucke mir den Tag an. Ich muss mich gar nicht aufregen. Ich kann mich gar nicht aufregen, weil ich war ja sowieso nicht da. Und zweitens, wenn ich ganz ehrlich bin, klar sehe ich, dass der Markt so und so viele Punkte gefallen ist. Davon hätte ich aber nichts erwischt, wenn ich mich an mein Regelwerk gehalten hätte. Und wer das sagen kann, der braucht so einer verpassten Bewegung auch nicht hinterhertrauen. Ja, klar ist natürlich, wer erst auf Short war nach den NFP-Zahlen und das auf der verkehrten Seite war und sieht dann, macht dann 17 Uhr Feierabend, sagt sich, okay, das war's, und sieht dann am Abend um 22 Uhr, wo der Markt dann stande, glaubt, das ist dann schon, da sagt man, ist schon bitter. Aber es ist halt auch am Ende so, klar, am Ende waren es die Nord Stream 1 News gewesen, und auf so ein Event kann man ja auch nicht hinspekulieren. Ja. Also am Ende wäre es dann halt noch glücklich gewesen, wenn man den Stop-Loss da hätte, dass man vorher nicht ausgestoppt gewesen wäre. Ja, und dann ist man halt zufällig in der Bewegung nach unten mit dabei. Aber darauf wetten kann man ja nicht. Das ist ja Käse. Ja. Skills für Handel mit dem StereoTrader, wo finde ich diese? Also ich habe auch eine Un also auf meinem YouTube-Kanal gibt es über den StereoTrader einiges. Und der StereoTrader hat auch so Einführungsvideos. Also da mal suchen bei YouTube nach dem StereoTrader oder auf der Seite stereotrader.eu heißt die, glaube ich. Da findet ihr auch, glaube ich, so einen Einführungskurs. Ja. So, wie spät haben wir es denn? Oh, 17:11 Uhr schon. Sind wir schon wieder über der Zeit. Achso, Kontohistorie exportieren machen wir noch schnell. Also, ihr geht Ansicht. Ihr macht euer Terminal hier auf. Nehmt hier die Trades, rechte Maustaste, Bericht und dann Microsoft Office reinkopieren. Und dann habt ihr hier von diesem Account speichern. Zack. Dann geht die hier auf. Und dann kann man sich hier die Gewinne-Verluste halt nehmen, in eine neue Tabelle reinkopieren. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es jetzt mit der Kommastelle hier geht oder man Werte. Ja, und dann mal gucken, ob hier das Sortieren jetzt hier geht. Jo, und dann kann man sich die sortieren. So, und dann hätten wir hier nach größten Gewinn und Verlusten. So, ich mache es jetzt mal hier ein bisschen so. C. So, und jetzt auch nach größten. So. So. Halt. Warum geht's nicht? Markierung erweitern, was? Ach man, was habe ich wieder für einen Fehler gemacht hier? So. Ah, so, dann wollen wir mal schnell machen. So, ja, und das heißt, jetzt sieht man hier, unser größter, und das ist jetzt auch das Schöne, also für mich im Trading hat das damals richtig viel bewirkt, zu wissen, ich habe mit einem großen Trade 142 Euro verdient. Das sind, die Gesamtsumme dieser Verluste ergeben gerade mal 57 Euro. Das heißt, alle Verluste, die ich hier gemacht habe, sind noch kleiner als die, die ich hier oben mit dem gemacht habe. Und wenn ihr jetzt mal irgendwie so 3.000, 4.000 Trades gemacht habt, dann ist das halt eine schöne Excel-Tabelle. Und ich kann das jedem nur empfehlen, weil ich fand, es gibt fürs Gefühl halt schon relativ viel. Klar, was jetzt hier nicht passt, ist halt das hier. Ne? Hier passt es jetzt nicht, aber dadurch, dass der erste Trade halt so groß ist, passt es schon. Ja? Weil der Trade nimmt ja die nächsten Verluste bis darunter halt im Beschlag. So, und jetzt kann man auch überlegen, okay, es wäre natürlich cool, als nächstes, wenn ich mal die Chance habe, einen Gewinntag mit 22 Euro oder 23 Euro oder so zu bekommen, und dann baut sich das hier ein, wenn jetzt der nächste Tag hier dann 23 Euro hat, ja, denn, oder der nächste Trade, dann würde ja das die Tabelle hier um eins nach unten rutschen, ja, wenn man das dann wieder sortiert. Ja, so machen wir es mal so.
So, jetzt kommt ein Tag mit 24 Euro und der nächste kommt dann mit 19. So, und dann seht ihr schon, okay, das passt dann schon wieder. Ja, so. Also kann ich jedem nur empfehlen, das so zu machen. Also eigentlich, also andere Software können oder der Broker, also oder man kriegt ja von dem Broker, weil gerade derjenige schreibt, danke Heiko, aber die Export-Excel-Funktion gibt es nur im Meta 5, nee, gibt es auch im MetaTrader 4. Klar, wenn man jetzt nicht dazu schreibt, dass man ich weiß jetzt ja nicht, mit welcher Software du handelst, aber das Broker-Statement bekommt man ja auch und das sollte auch online verfügbar sein und da müsste man, ansonsten muss man sich händisch rausschreiben. Ich habe früher alle Trades, die ich gemacht habe, alle händisch rausgeschrieben. Also dieses Eintragen der Zahlen, 23,80 Euro, 24, 50, so, hier wie so eine Kassiererin habe ich das da eingetippt, hat dazu geführt, dass ich immer Zeit hatte für meine Auswerten und da habe ich keine Trades machen können. Das hat mich davon abgehalten, so sinnlos Trades zu machen. Ja. Also ich kann es jedem nur empfehlen, sowas so zu machen. Genau. Gut, nein, noch eine letzte Frage, wenn es noch gibt. Ansonsten wären wir soweit durch. Ob ich die Eröffnung mache morgen? Nee. Andreas, das darfst du machen. Das überlasse ich dir. Ja, war auf alle Fälle echt heute, ich fand es ein richtig cooles Webinar. Die 2 Stunden sind vergangen wie im Fluge. Wir waren diszipliniert. Wir haben hier unten das erste ein bisschen hinbekommen. Klar, dann gab es den Ausfall der Software, aber trotzdem, das Reversal war schöne gewesen. Ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt, wie die Amis das heute hier rausgehen lassen, was sie nach dieser 1 Stunde jetzt machen, ob sie die Tiefs wirklich halten können. Ja, wird für morgen auf alle Fälle spannend werden. Ja, war auf alle Fälle gutes Reversal bis jetzt gewesen. Also mal gucken, ob sie es durchziehen oder durchhalten bis zum Feierabend. Ja, ich werde das Webinar so schnell wie möglich online stellen, wie gesagt, auf meinen YouTube-Kanal. Und ihr könnt gerne auch bei alle, die noch mich nicht kennen, ihr könnt hier alles durchklicken und überall Daumen nach oben da lassen und Kommentare. Ich hab mich schon selbst gelobt. Und genau, jetzt wollte ich noch mal schnell gucken, wenn ich jetzt zurückgehe auf meinen Kanal. Was war jetzt? Creator Studio Bräunig. So, JFD, nee, habe ich hier keine Playlist, ihr könnt mal bei Playlisten gucken. Stereo Trader, hier gibt es eine Playlist des Stereo Trader. Und die kann man sich da auch angucken. Ja, Stereo Trader, sind 8 Videos drin. Genau. 1570 Webinare. Ah ne, Videos, die ich mag. So. Sorry, doch nicht. Wo ist denn hier? JFD nur 53. Waren aber auch mal mehr. Bestimmt 53 noch. Na gut. Also, war es für heute gewesen. War ein schönes Event. Hat mir echt Spaß gemacht. Ich wünsche euch allzeit gute Trades. Würde mich freuen, wenn wir uns am Dienstag im neuen Monat, am 4. Oktober, wieder treffen. Ja, und ich hoffe, es hat allen gefallen und wenn das Video euch anguckt, Daumen nicht vergessen. Bis dahin, ciao, ciao und ich gebe zurück auch nochmal zum Andreas zu Twitch, falls er da auch nochmal eine Umblendung macht. Bis dahin, lasst euch gut gehen. Tschüss, tschüss.